Ja, liebe Freunde, ich muss erst mal sagen, Glückwunsch an diese Landesmitgliederversammlung, dass die um die Zeit noch so intensiv diskutiert. War nicht immer selbstverständlich. Also wir sind eine sehr lebendige Partei und das sollen wir auch bleiben. Und hat Frank vorhin gesagt, na, Europa und Umwelt, da sind wir uns ja einig. Aber trotzdem müssen wir darüber reden, weil ich glaube, diese Einigkeit, die wir bei Europa haben, diese Selbstverständlichkeit, wie wir das auch wahrnehmen, das müssen wir jeden Tag sozusagen auch uns jeden Tag durch den Kopf gehen lassen, dass das so selbstverständlich nicht ist. Wer mal eine Stunde im Stau gestanden hat zwischen Kehl und Straßburg, weil man wieder Grenzkontrollen eingeführt hat, der weiß, was es bedeutet, wenn Europa keine offenen Grenzen hat. Der weiß, dass dieses Europa gefährdet ist. Und dass die Rechtspopulisten nun mal die Wahl in Frankreich verloren haben, ist noch nicht das Ende rechtspopulistischer Bewegungen in Europa. Da braucht man nur ins Nachbarland Österreich zu gucken, wo jetzt eine rechtspopulistische Partei in der Regierung ist. Also, wir müssen jeden Tag dieses Europa verteidigen, aber wir müssen es auch stärken. Und dabei spielt Deutschland und dabei spielt auch die zukünftige Bundesregierung eine ganz entscheidende Rolle. Meine Wahrnehmung im Europaparlament ist ja jetzt so, ja, wenn es zum Schwur kommt, ist Deutschland immer eher auf der Seite, warten wir mal ab, enthalten wir uns mal. In 2 Wochen steht die Entscheidung an über die Wiederzulassung von Glyphosat. Da hat Deutschland sich jetzt immer hervorgetan, dass sie gesagt, ja, wissen wir nicht so genau, können wir nicht entscheiden, vertagen wir es doch lieber. Nein, ich würde mir eine Bundesregierung wünschen, die klar sagt, so ein Mittel gehört nicht auf den Verbraucher losgelassen, schon gar nicht auf europäische Äcker. Dazu kommt, nächste Woche steht die Entscheidung an zu einer neuen Bioverordnung. Auch da sagt Deutschland, enthalten uns stark. Wir haben mit Macron eine andere europäische Situation. Wir haben jemanden, der absolut proeuropäisch agiert, der damit auch Wahlen gewonnen hat. Und was macht Deutschland? Ja, warten wir mal ab und lässt Macron sozusagen im Regen stehen, bei dessen Überlegungen tatsächlich Europa voranzubringen. Deutschland muss sich an die Seite von Frankreich stellen und wir müssen wieder der Motor eines fortschrittlichen Europa werden. Das würde ich mir wünschen. Was ich mir auch wünschen würde, ist ganz klar, dass eine neue Bundesregierung es nicht so macht wie in den letzten Jahren. Hier drüber reden, über Klimaschutz, Deutschland immer als Vorbild auszurufen, aber dann in Brüssel es immer wieder so läuft, ja, das sollen stärkere Normen für Abgaswerte festgelegt werden. Dann gibt es einen Anruf aus dem Kanzleramt, der da sagt, na ja, aber wir müssen in Deutschland auch auf unsere Automobilindustrie achten. Nein, Deutschland darf nicht der Bremser sein. Deutschland muss vorneweg sein, wenn es darum geht, schärfere Normen zu stellen, schärfer im Klimaschutz voranzugehen. Aber da ist Deutschland im Moment echt ein Totalausfall. Wenn wir dieses Europa wirklich voranbringen müssen, dann müssen wir uns auch entscheiden. Und das ist Teil der Kontroverse, die ich vielleicht mit den Grünen, mit der grünen Jugend dann noch habe. Ja, wir haben eine Kommission, da gibt es einen Juncker. Der wirkt vielleicht für viele wie der alte Opa, der da irgendwie noch den Laden zusammenhält. Aber der Juncker hat eins gemacht, er hat jetzt einfach mal auf den Tisch gelegt, nicht einen Plan, wie stärken wir Europa, sondern er hat gesagt, wir machen euch ein Angebot. Ist Europa eine Wirtschaftsgemeinschaft? Sind wir nur vereint, wenn es darum geht, Steuerparadiese abzuschaffen oder vielleicht nicht? Oder wollen wir ein Europa, was stärker zusammenwächst? Lieber Martin, du siehst die Uhr und kommst zum Schluss. Schön, ach, das ist ja eine Uhr, das ist ja interessant. Und ich denke, das ist jetzt ein entscheidender Punkt, ob wir, und da muss Deutschland Stellung beziehen. Deutschland muss sich als Motor zusammen mit Frankreich dahin stellen, dass wir ein Europa weiterentwickeln, ein Europa der Bürger, aber, und das sage ich sehr deutlich, auch ein soziales Europa, nicht nur eine Wirtschaftsgemeinschaft. Und dafür werbe ich und dafür spricht sich auch unser Antrag aus. Vielen Dank. Vielen Dank, Martin. Jetzt kommt das Thema Änderungsanträge, die von der Grünen Jugend sind. Wer kommt zunächst? Dann wollen wir noch kurz was klären, ob alle Änderungsanträge zusammen vorgestellt werden oder ob es mehrere Vorschläge geben soll. Davon hängt die Redezeit ab, im Einzelfall. Tritt mal näher, damit ich dich hören kann. Es gibt 2, die noch strittig sind, wurde mir gesagt. Ja, oder nur noch einen? Ich dachte einen. 5, 7? Der E3 und der E5.
E6, wurde mir gesagt. Also ich mache den anderen jemand anders, wenn, dann kriegst du 3 Minuten. Das ist ganz einfach. Wenn du beide machst, kriegst du 4 Minuten. Nee, ich mache erst mal E3. Gut, also der Änderungsantrag 3:5:7 wird jetzt vorgestellt. Dafür gibt es eine Redezeit von 3 Minuten. Und vielleicht, ja gut, machen wir das erstmal. Eins nach dem anderen. Okay, also vielleicht haben sich einige gewundert, warum wir als Kundjugend Hessen das Weißbuch, das Claude Juncker als Kommissionspräsident im März 2017 vorgelegt hat, aus diesem Antrag streichen wollen. Ich möchte das an den 5 Szenarien, die in diesem Weißbuch vorgestellt werden, klar machen. Der Antrag hier möchte zu mehr Mut in und für Europa aufrufen und das ist begrüßenswert und das bekommt auch unsere volle Unterstützung. Die Szenarien im Weißbuch sind aber zum großen Teil keine neue Vision für Europa, sondern eine Abrechnung mit den Mitgliedstaaten, die sich nicht einheitlich und gemeinsam für einen klaren proeuropäischen Kurs ausgesprochen haben. Nicht nur, dass die Szenarien schon seit Jahren diskutiert werden und eigentlich gar nichts Neues darstellen, sie sind auch inhaltlich sehr strittig, wenn nicht sogar realitätsfremd. Das Szenario 1 heißt weiter so wie bisher. Ich glaube, kein grünes Mitglied möchte, dass dieses Motto die Schlagrichtung für die nächsten Jahre in der Europapolitik wird. Und mutig geht auch anders. Szenario 2 heißt Binnenmarkt. Möchten wir uns wirklich nur auf die wirtschaftliche Integration konzentrieren? Ich glaube nicht. Szenario 3 heißt, wer mehr will, tut auch mehr. Eine Koalition der Willigen finden wir nicht mutig. Es kann uns doch nicht in Zukunft darum gehen, noch mehr Konfliktlinien aufzumachen und noch mehr Gewinnerinnen und Verliererinnen als europäische Idee zu verkaufen. Szenario 4 möchte weniger Europa, aber effizienter. Das heißt, wir konzentrieren uns nur noch auf ein paar ausgewählte Bereiche und den Rest lassen wir weiter nationalstaatlich vor sich hin brodeln. Sehr effizient. Und jetzt kommen wir zu Szenario 5, das eigentliche europäische Szenario, viel mehr gemeinsames Handeln. Das ist ein Ansatz, den man weiter verfolgen kann, den man weiter denken kann und der auch mutig ist und der mehr europäische Integration wagen möchte und endlich Schluss macht mit dem sich gegeneinander ausspielen. Wir müssen uns mit der europäischen Idee auseinandersetzen, ins Gespräch kommen mit den europäischen Grünen in den anderen Ländern. Wir müssen mit zivilgesellschaftlichen Gruppierungen und Initiativen zusammenkommen, mit ihnen zusammenarbeiten und dort ansetzen. Wir müssen über die Grenzen der Nationalstaaten hinweg eine europäische Vision entwickeln. Dafür braucht es nicht das Weißbuch von der EU-Kommission, sondern Menschen, die für diese europäische Vision kämpfen. Vielen Dank, Marlena. Bevor wir jetzt die Diskussion leidlich geordnet durchziehen können, frage ich mal und bitte um Aufmerksamkeit auch bei der Grünen Jugend. Wir haben ja eine Reihe weiterer Anträge. Ich frage immer und ihr sagt ja, wenn es so ist. E1 wäre übernommen. Ja. Ja. E2 ebenso. Ja. Über E3 haben wir gerade geredet. Also nicht übernommen, sondern zur Entscheidung. E4 wäre modifiziert, übernommen, aber akzeptiert. Auch so. E5 wäre übernommen. Der bleibt bei mir. E6, hier steht auf meinem Zettel noch, keine Stand, übernommen. Auch übernommen. Also haben wir nur diesen einen strittigen Punkt, der gerade vorgestellt worden ist. Und demzufolge kann dazu jetzt die Debatte stattfinden. Über diesen Änderungsantrag und über den Gesamtantrag. So, richtig? So, und jetzt habe ich irgendwo eine Wortmeldung, die im ganzen Chaos untergegangen ist. Das, nee, der Daniel ist es nicht, der war weg. Ben Seel war das. Ben Seel war das. Ja. Genau, das ist die erste Wortmeldung. Der kommt. Du willst auch noch mal reden, das darfst du gern, aber jetzt schreib dir erst mal den Ben Seel, kommt erst mal dran. Weitere Wortmeldungen werden noch entgegengenommen. Ich denke, wenn wir insgesamt 4 Wortbreitige maximal hören, reicht das, oder? Kein Widerspruch. Also Ben, du hast das Wort. Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch für diesen Antrag. Ich finde es super und wichtig und richtig, dass wir heute in der bundespolitischen, der europapolitischen Lage auch nochmal wirklich und inhaltlich und ernsthaft über Europa reden. Dafür haben wir eine super Vorlage und deswegen erstmal vielen Dank dem Landesvorstand und Martin für diesen Antrag. Da bin ich mehr gewollt. Denn es ist richtig, dass wir darüber reden müssen. Und es ist richtig, wenn wir Europa erhalten wollen, müssen wir Europa verändern. Denn so wie diese Bundesregierung es gestaltet, so wie Frau Merkel in der Europapolitik bisher agiert hat, als deutsche Dominatorin,
als eine Person und eine Politik von Herrn Schäuble, die eben die Solidarität mit anderen EU-Staaten gerade nicht achtet. So wird uns Europa nicht erhalten bleiben. Und deswegen müssen wir Grüne für Veränderungen streiten, damit wir eine starke Europäische Union weiter behalten können. Und dafür braucht es ein soziales Europa. Das Thema Jugendarbeitslosigkeit muss endlich ernsthaft angegangen werden. Es steht in jedem dritten Papier drin, aber die Mittel sind zu klein und die Programme zu niedrig. Deswegen brauchen wir einen deutlichen solidarischen Einsatz gegen Jugendarbeitslosigkeit in Südeuropa und da, wo es sie gibt, auch in Nord-, Ost-, Süd- und Mitteleuropa. Und dafür wollen wir alle gemeinsam streiten. Es ist zwar gut und schön, dass Claude Juncker mit dem Pillar of Social Rights erstmal oder der Säule der sozialen Rechte erstmals auch das Thema eines sozialeren Europas thematisiert hat. Und wie er selbst gesagt hat, ist diese Kommission die Kommission der letzten Chance. Damit hat er einen großen Anspruch erhoben. Auch mit der Säule der sozialen Rechte hat er einen großen Anspruch erhoben. Aber leider ist alles darin unverbindlich, wenn die europäischen Regierungen das nicht umsetzen und dem zustimmen. Und deswegen müssen wir auch an der Bundesregierung, an der Bundespolitik was ändern, damit soziale Rechte in Europa endlich Realität werden können, liebe Freundinnen und Freunde. Und das ist auch eine Frage von Wirtschaftspolitik. So wie das Binnenverhältnis in der Export-Import-Relation in der Europäischen Union strukturiert ist, kann es nicht weitergehen. Das ist auch eine Schuld der schwarz-gelben und schwarz-rot weitergeführten Standortpolitik, die auf Lohndumping setzt. Und deswegen, wir brauchen bessere Löhne in Deutschland, damit es auch bessere Löhne und eine gute Lohnarbeitsstruktur und ein Tariferhaltssystem von Portugal über Spanien bis Griechenland geben kann. Deswegen kämpfen wir für bessere Löhne und für eine gute Tarifstruktur. Das stärkt auch die Tarifstruktur in anderen europäischen Ländern. Und wir brauchen dafür auch eine deutliche Vision eines demokratischen Europas. Es kann nicht sein, dass Menschen in Griechenland oder Spanien das Gefühl haben, dass ihr Schicksal bei Wahlen entschieden wird, bei denen sie nicht mitwählen können. Es kann nicht sein, dass Leute das Gefühl haben, dass Wahlen in der Bundesrepublik Deutschland darüber entscheiden, wie die wirtschaftliche Situation in anderen Ländern aussieht, weil wir ein Machtungleichgewicht in der EU haben. Kommst du bitte zum Schluss? Und die einzig vernünftige Lösung dafür ist nicht fünf Optionen, sondern eine Option, ein demokratisches, soziales Europa mit einem starken EU-Parlament. Vielen Dank. Vielen Dank, Ben. So, ich habe jetzt noch eine Wortmeldung von Martin Häusling und würde noch insbesondere Wortmeldungen von Frauen entgegennehmen, wenn sie gewünscht werden. Wenn nicht, wäre dann damit die Debatte beendet. Es ist, scheint so zu sein. Martin, du hast nochmal das Wort. Du hast dich ja kurz gemeldet, sozusagen wohl zu dem Änderungsantrag, wenn ich es recht verstanden habe. Bitte schön. Ja, ich wollte nochmal zu dem Änderungsantrag Stellung nehmen, damit es da keine Missverständnisse gibt. Ich habe auch nichts gegen eine Stärkung des EU-Parlaments. Auch würde mir wünschen, wir hätten ein Initiativrecht und müssten nicht immer nur korrigieren. Aber was Juncker, und wir hatten ihn in der Fraktion in der Debatte, damit gemeint hat, und das haben wir auch als grüne Europäer unterstützt, ist, wir machen euch ein Angebot. Und die noch 28 Mitgliedsländer haben darüber auch zu diskutieren. Sie haben auch ihr Votum abzugeben. Ja, was wollen wir denn für ein Europa? Die Vision der Visegrad-Staaten, Ungarn und anderen, ist so, machen wir eine Wirtschaftsgemeinschaft und ansonsten soll Brüssel sich draußen halten. Das ist eine klare, eindeutige Botschaft. Dagegen gibt es die anderen wie Frankreich, wo man deutlich sagt, wir brauchen mehr Gemeinschaftsmethode. Wir brauchen auch mehr gemeinschaftliche Hilfen. Wir brauchen auch eine europäische Sozialpolitik. Ja, darum geht es auch. Und Juncker hat gesagt, als er dieses Papier vorgestellt hat, lasst uns darüber diskutieren. Lasst uns den richtigen Weg von Europa finden. Ich habe leider, und das ist das Problem, sagen aus Deutschland finden kaum Debatten statt. Wo soll es denn hingehen mit einem gemeinsamen Europa? Ich sage ja immer, ja, im Grunde sind wir uns alle einig. Nur wenn dann, und ich sage mal ganz konkret, wenn es um den nächsten europäischen Haushalt geht, wenn wir mehr Sozialpolitik gestalten wollen, wenn wir mehr Arbeitnehmerrechte schützen wollen, da geht es auch ums Geld. Und wenn dann wieder sich eine deutsche Bundesregierung hinstellt und sagt, toll, wir haben es wieder geschafft, dass wir weniger Geld nach Europa überweisen, wird es nicht klappen. Europa muss funktionsfähig sein, deshalb brauchen wir auch einen Haushalt, der die zukünftigen Sachen mitträgt. Also eine gemeinsame Politik im Bereich der Flüchtlinge, eine gemeinsame Integrationspolitik und dafür brauchen wir auch sozusagen mehr Mittel. Das kann nicht sein, dass wir immer noch, sage ich auch als Bauer selber, immer noch
40% des Geldes für Landwirtschaft ausgeben, sondern wir brauchen sozusagen auch eine starke andere Hälfte, die sich mit sozialen, einem weiterentwickelten, einem kulturell besser aufgestellten Europa beschäftigt. Deshalb, wir haben an dem Punkt keine Kontroverse, sondern ich nehme das Angebot von Juncker als ein Angebot zur Diskussion. Und das sollten wir als Grüne, wenn es kein anderer macht, auch in die Debatte einbringen. Und ich denke, wir tun dem Juncker Unrecht, wenn wir sagen, du hast keinen Weg ausgewählt. Ansonsten macht man immer der Kommission die Vorhaltung, ihr gebt das immer vor und wir dürfen nur hinterherlaufen. Nein, das ist ein echtes Angebot zur Diskussion. Das sollten wir aufgreifen und da sollten wir Grüne, aber auch Deutschland Antworten zu geben, damit wir Europa wirklich gemeinsam voranbringen. Vielen Dank. Vielen Dank, Martin. Dann können wir jetzt zur Abstimmung schreiten. Wir stimmen, wie das bei Verfahren üblich ist, zunächst über den Änderungsantrag ab. Also der Änderungsantrag E35.7 GJH steht jetzt zur Abstimmung. Wer dieser Änderung, das ist ja eine Streichung im Wesentlichen, zustimmen möchte, jetzt die Karte heben, bitte. Wer möchte die Änderung nicht? Jetzt müssten sehr viele sich nicht beteiligt haben, sich also enthalten. Dann frage ich jetzt nach den Enthaltungen. Das sind eine ganze Menge, wie ich sehe. Also werden wir wohl nochmal von vorne anfangen müssen. Also wieder mit aufstehen, das ist sozusagen die Rache des Podiums für die Versammlung. Wer der Änderung zustimmt, hebe die Karte und stehe mit ihr selben auf, bitte, damit wir das gut sehen können. Jetzt sind es wieder weniger. Gut, das Aufstehen führt zu klaren Verhältnissen. Dürft euch bitte wieder hinsetzen. Jetzt stehen bitte diejenigen mit Karte auf, die den Änderungsantrag ablehnen wollen. Sehr gut, jetzt seid ihr dynamisch. Das sind deutlich mehr jetzt. Das heißt, Dankeschön hinsetzen. Das heißt, die Enthalter, die sollen jetzt zur Strafe auch noch mal aufstehen. Wer will sich enthalten? Aha, das sind aber deutlich weniger geworden. Aber der Antrag, der Änderungsantrag ist abgelehnt. Einverstanden? Einverstanden. Also kein Widerspruch, ist abgelehnt. Damit kommen wir zum Antrag 5.7 in der ungeänderten Form, aber mit der Übernahme all dessen, was schon geschildert wurde. Wer diesem Antrag zuzustimmen wünscht, der und die hebe bitte die Karte. Das sind jetzt ordentlich viele, da ist der Blick leicht. Wer ist da dagegen? Ich wusste doch, bei Europa sind wir uns einig. Keine Gegenstimmen, Enthaltungen. Grünen finden Europa gut, das ist die Botschaft dieser Entscheidung, auch keine Enthaltung, damit angenommen. So, jetzt gebe ich wieder in die erste Reihe und der Landesvorstand wird uns, denke ich, irgendwas sagen. Ja, vielen Dank, Frank. Ich würde bitten, einen Vertreter oder eine Vertreterin des Landesvorstands hier nach vorne zu kommen und den Vorschlag des neu gewählten Landesvorstands bezüglich der politischen Geschäftsführerin, des politischen Geschäftsführers zu nennen. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, wir haben uns zurückgezogen und haben kurz beraten und wir würden euch den Jochen Ruhr als politischen Geschäftsführer vorschlagen. Überraschung. Vielen Dank. Demnach ist jetzt Jochen Ruhoff der Vorschlag des neu gewählten Landesvorstands. Ich würde dich bitten, Jochen, kurz nach vorne zu kommen und dich vorzustellen. Ja, zunächst mal vielen Dank an den Landesvorstand für das Votum. Da es ja von mir jetzt nichts im Reader gibt, will ich wenigstens kurz was zu meiner Person sagen. Mein Name ist Jochen Ruhoff, bin 58 Jahre alt und bin im Hauptberuf Geschäftsführer der evangelischen Jugend. Das ist keine kirchliche Institution, da lege ich immer viel Wert drauf. Das ist ein eingetragener Verein, der der Kirche oftmals viel Schwierigkeiten bereitet. Ich war 2003, wurde ich als Schatzmeister gewählt, habe das bis 2013 gemacht und seitdem begleite ich das Amt des politischen Geschäftsführers. Ich bin verheiratet und wohne in einem Ort im Odenwald und bin dort verwurzelt und auch dort im Parlament, in der Stadt und im Kreis aktiv. Ganz kurz zu meiner Person. Ich denke, in den nächsten Monaten, darüber haben wir schon mehrmals jetzt gesprochen, werden wir vor allen Dingen
programmatisch debattieren hier. Am 2. Juni ist ja geplant, dass wir das Wahlprogramm für die Landtagswahl hier, nicht hier, aber verabschieden in der Landesmitgliederversammlung. Ich will wenigstens ein paar Punkte ganz kurz nennen, die mir wichtig sind für die Diskussion. Zum einen ist das die Herausforderung der digitalen Revolution, so würde ich das schon bezeichnen. Und ich glaube, dass diese digitale Revolution unser gesamtes Leben, das Privatleben, den Beruf und die Gesellschaft auch radikal verändern wird. Eine weitere Frage ist, welches Bild von Identität und Heimat haben wir eigentlich? Welche Überzeugungen setzen wir den rückwärtsgewandten Bildern der Rechtskonservativen und Rechtspopulisten entgegen? Das halte ich für eine ganz wichtige Sache, die wir diskutieren sollten. Und wie gestalten wir eigentlich das Zusammenwirken der politischen Ebenen, also zum Beispiel zwischen Kommunen und Land? Und als jemand, der in einer regionalen Versammlung mitarbeitet, die länderübergreifend in Südhessen, Baden-Württemberg und der Pfalz arbeitet, ist für mich auch die Frage, könnten wir nicht in Zukunft auf die Kreise verzichten und vielleicht regionale Zusammenschlüsse organisieren? Ist für mich kein Tabu, darüber nachzudenken. Und als letzten Punkt einer nicht geschlossenen Liste ist auch, wie reagieren wir oder wie gehen wir um mit der aktuellen Debatte zur Geschlechtervielfalt, die ja durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts jetzt nochmal neuen Elan bekommen hat, auch parteiintern. Wie gehen wir mit dieser Diskussion um? Das sind nur ein paar Inhalte, die mir wichtig sind. Ich finde, wir Grüne haben, und das ist auch gut so, nicht auf alle diese Fragen schon Antworten. Aber wir bringen eigentlich inhaltlich und auch strukturell gute Voraussetzungen mit, uns mit diesen Fragen auch offen auseinanderzusetzen und Antworten zu entwickeln. Ich glaube, das kriegen wir gut miteinander hin. Und damit das funktioniert, wollen wir auch einen Programmprozess gestalten, an dem sich alle Mitglieder und Interessierte in den Landesarbeitsgemeinschaften, aber auch ganz offen über unsere Möglichkeiten beteiligen können. Ich hoffe darauf, auf eine lebendige, kontroverse Debatte mit kreativen Ideen. Ich habe in diesem Jahr die Erfahrung gemacht, dass unser Elan, unsere Energie und auch die Lust auf kreative Aktion, aber auch die Beharrlichkeit und Geschlossenheit ein ganz wichtiger Faktor für ein gutes Wahlergebnis waren, das wir kurz davor so gar nicht erwartet hatten. Und diese Erfahrung möchte ich gern aufgreifen für die bevorstehenden Monate. Ich möchte daraus lernen, sie aufgreifen und umsetzen. Darauf freue ich mich, falls ich diese Aufgabe weiter begleiten kann. Und ich will dazu noch mal sagen, weil sich manche vielleicht auch denken, wie will der das hinkriegen, wenn er eigentlich einen Hauptjob hat und das andere ehrenamtlich macht. Sollte ich bestätigt werden, werde ich meine Arbeitszeit so reduzieren, dass ich dann, wenn es in die heiße Phase kommt und auch davor, den Grünen sehr viel mehr noch zeitlich und von der Energie zur Verfügung stehen kann, als es jetzt schon der Fall ist. Das will ich so tun. Ich möchte es gerne mit euch zusammen machen und bitte um euer Vertrauen. Vielen Dank. Vielen Dank, Jochen. Es sind keine Fragen eingegangen. Deshalb kommen wir direkt zur Wahl. Haben alle Stimmzettel Nummer 6? Wer Stimmzettel Nummer 6 nicht hat, möge bitte schreien. Alle haben Stimmzettel Nummer 6. Dann können Sie darauf Jochen schreiben, das bedeutet ja, Sie können Jochen ja ankreuzen, Jochen nein, Jochen Enthaltung oder es komplett leer lassen. Und damit eröffne ich den Wahlgang. Haben alle Leute ihre Zettel abgegeben? Möchte noch jemand wählen? Das ist nicht der Fall. Dann beende ich oder schließe hiermit den Wahlgang. Was? Wahlgang ist noch nicht geschlossen. Da stehen da noch welche. Nee, wo? Ihr Lieben, es müsste mal wieder etwas mehr Ruhe einkehren. Er hat den Wahlgang geschlossen, keiner hat es gemerkt.
Also, ich mache es noch einmal, versuche es noch einmal, ob es klar ist. Uhren sind weg, gut. So, dann wird es jetzt spannend. Das war nämlich in dem Block der Tagesordnung 4 der letzte Wahlvorgang. Es wird jetzt ausgezählt, das Ergebnis kommt dann, wenn es soweit ist. Aber wir sind ja dynamisch, keine Zeit verlieren. Und deswegen steigen wir jetzt quasi offiziell, wenn niemand was dagegen hat, in den Tagesordnungspunkt 5 ein. Nein, machen wir später. Also, wir treten ein in den offiziellen Tagesordnungspunkt 5 und freuen uns als erstes, dass wir schon ganz viele Fünferanträge behandelt und insoweit erledigt haben. Für heute bleiben zwei Pakete, wenn ich das so nennen darf, noch übrig. Das sind zum einen die Anträge 5.5, 5.6 und 5.12, Stichwort Verfassungsschutzgesetz und alles, was da dran hängt. Und das zweite ist das Paket 5.16, 5.17 und 5.19, Stichwort Diesel und alles, was da dran hängt. Das wollen wir jetzt aufrufen und dann fangen wir, wie sich's gehört, in der Reihenfolge der Antragsnummern an. Das heißt, ich rufe auf zur, und das wird dann eine größere Debatte, zur Beratung der Anträge 5.5, 5.6 und 5.12. Der Vorschlag des Verfahrens lautet wie folgt. Zunächst werden alle drei Anträge vorgestellt. Dann führen wir eine Debatte, wo wir sagen würden, wir wollen, und zwar getrennt, ich meine, es hat hier keinen Sinn, jetzt zu sagen, für den einen oder für den Antrag, sondern wie üblich gegendert, getrennt, eine Debatte. Demzufolge sagen wir zunächst mal bis zu 8 Beiträgen, das heißt 4 Frauen und 4 Männer, die sich einwerfen sollten während der Antragsvorstellung. Also 4 und 4. Und dann, wenn die Debatte rum ist, dann klären wir das Verfahren. Wir haben das weitere Verfahren. Wir haben vor, nach der Debatte, dann so wie es auch die BDK gerne macht, bei 3 Anträgen, die denn sozusagen das Feld betreffen und zu denen es unterschiedlich Änderungsanträge gibt, den sogenannten Leitantrag zu identifizieren. Wenn wir den Leitantrag identifiziert haben, wird dazu die Möglichkeit gegeben, Änderungsanträge zu stellen, soweit noch nicht geschehen. Die werden dann, wenn sie gekommen sind, vorgestellt und die werden einzeln mit Pro und Contra behandelt und dann kommen wir in die abschließende Willensbildung. Ist das Verfahren soweit klar? Gibt es da Widerspruch? Nein. Dann machen wir das so und wir beginnen mit dem Antrag 5.5. Der wird vorgestellt von... Weiß ich nicht, aber das werden wir jetzt erleben. Das steht auf meiner kleinen Liste. Du fängst an, bitteschön. Hier hat keiner was von dem gesetzten Beitrag zu sagen. Ich guck nochmal. Hallo Leute. Ich habe den Antrag Bürgerrechte achten statt Gesetzen, die unsere Sicherheit gefährden, gestellt, weil der Gesetzentwurf zur Neuregelung des Verfassungsschutzes hier in Hessen Risiken eingeht, die gefährlich sind für Hessen, gefährlich für Deutschland und auch gefährlich für die Welt. Mein Antrag hat im ersten Teil zum Ziel, den Gesetzentwurf zur Neuregelung des Verfassungsschutzes von der Versammlung ablehnen zu lassen und im zweiten optionalen Modul, der aus einem Satz besteht, das Ziel der Fraktion von uns im Hessischen Landtag, dies auch zu empfehlen. Würde das Gesetz umgesetzt, dann würden das Smartphone in eurer Hand, der Laptop vor euch oder die Server in Krankenhäusern oder zur Steuerung in den Kraftwerken unsicher werden. Weltweit. Unsicherer als heute. Mit meinem Antrag bitte ich euch, den Rat von fachkundigen NGOs wie den Chaos Computer Clubs, vor allem hier aus Hessen, aber auch aus Deutschland anzunehmen, von Datenschutzexperten oder von den Datenschützern Rhein-Main. Sie haben diesen Gesetzentwurf intensiv studiert und sie lehnen ihn ab. Dazu sind schon viele Medienberichte vorhanden und die Details dazu werden in den weiteren Anträgen, die dazu gestellt wurden, auch vorgestellt.
Die bekanntesten Vertreter dieser NGOs wurden auch schon als bestellte Gutachter vom Verfassungsgericht angehört. Wir sollten diesem Rat zuhören und auch folgen können. Mein Antrag lehnt auch die Planung unserer grünen Fraktion ab, diesen Gesetzentwurf schon am nächsten Dienstag im Hessischen Landtag zur Lesung einzubringen und es noch in diesem Jahr zur Beschlussfassung zu bringen. Nur das will mein Antrag, diesen Gesetzentwurf ablehnen, weil es ein vermurkstes Gesetz ist. Ich möchte das auch kurz erklären. Ich möchte, dass wir mit meinem Antrag unserer Fraktion eine konkrete Orientierung geben und dass wir stolz zeigen können, dass unsere bisherigen Positionen zu diesem Thema gelten. Ihr alle habt wahrscheinlich das hier schon wahrgenommen und ihr findet hier auch verschiedene Zitate, die wir als Grüne in der Vergangenheit schon dazu getroffen haben. Darauf verweise ich. Wir sind eine Landesmitgliederversammlung als das höchste Organ der Partei. Und ich meine, wir sollten für unsere grüne Fraktion hier auch ein Leuchtfeuer für diese Position noch einmal anzünden, zur Orientierung. Wir zeigen so, dass wir als zukunftsorientierte Partei auch sachliche Kritik an unseren Gesetzen übernehmen können. Und das ist sehr, sehr wichtig heute. Unsere grüne Fraktion hat diesen final genannten Gesetzentwurf der Öffentlichkeit vorgestellt und wir konnten erstmals vor genau einem Monat dazu Stellung nehmen. Stellung von dem Parteirat oder den Landesarbeitsgemeinschaften vorher wurden nicht eingeholt und weder der Parteirat noch die Landesarbeitsgemeinschaften wurden bei diesem Gesetz in einem fachlichen Dialog informiert oder um Input gebeten. Das ist schon mal gegen unsere Statuten. Das wurde von unserer Fraktionsgeschäftsführerin und den Sprecherinnen unseres Landesvorstandes toleriert. Unsere Fraktion und der Landesvorstand haben zudem bisher keinen nachvollziehbaren Weg aufgezeigt, wie das Gesetz eigentlich noch vor seiner Beschlussfassung geheilt werden soll. Es gibt zwar, und davon hört ihr gleich im Folgenden, lieber Peter, kommst du bitte zum Schluss? Ja. Es gibt zwar viele Änderungsvorschläge, aber es ist mir neu, dass Chaos Computer Club in einem Landtag Rederecht hat. Ich bitte euch, zeigt Haltung, lehnt dieses Gesetz ab und danke euch. Vielen Dank. Als nächstes wird eingebracht der Antrag 5.6 und nach meiner Buchhaltung spricht Markus Drenger dazu. Ist das richtig oder nicht? Du sprichst. Dann spreche du und sagst dem Protokoll, wie du bist, damit es richtig wiedergegeben wird. Du musst nicht laut sagen, sag es, damit die Protokollanten das auch mitkriegen. Jörn Kanders, KV Frankfurt. Jörg, dann sprichst du. Gut. Liebe Freundinnen und Freunde, ich kann Peter nur zustimmen. Und es geht bei diesem Antrag um wesentlich mehr. Es geht darum, wie gestalten wir Sicherheitspolitik im digitalen Zeitalter. Liebe Freundinnen und Freunde, das Gesetz war jetzt 3 Jahre lang in der Produktion. Vor ungefähr einem Monat kommt eine wenigsagende Presseerklärung raus, aus der man vage erkennen konnte, dass hier eine zentrale politische Position der Grünen ja, letztlich durch die Hintertür abgeräumt werden soll. Liebe Freundinnen und Freunde, Tarek hat das eben nochmal sehr schön gesagt, es kommt auf die Inhalte an. Und während wir unseren Abgeordneten in die Verfassung schreiben müssen, dass sie nur ihrem Gewissen verpflichtet sind, versteht sich das für euch von selbst. Ihr seid die Landesmitgliederversammlung, ihr bestimmt, wo es lang geht. Liebe Freundinnen und Freunde, ich bin auch fest davon überzeugt, dass sich sowohl die Landtagsfraktion als auch unser Landesvorstand, wäre er vorher vollständig mit Einbeziehung der NGOs, mit Einbeziehung der fachkundigen LAG, wäre da eine vernünftige Information erzeugt, wäre das Ergebnis ein anderes gewesen. Nun gut, wir haben jetzt die Gelegenheit, diesem Antrag zuzustimmen, das Gesetz abzulehnen und möglicherweise diese Fortsetzung der Sicherheitspolitik von Roland Koch nicht durchzuführen. Liebe Freundinnen und Freunde, der Landesvorstand begründet seinen eigenen Antrag damit, dass der Staatstrojaner schon seit 2009 im hessischen Polizeigesetz steht. Liebe Freundinnen und Freunde, das ist die Sicherheitspolitik von Roland Koch und das ist nicht ohne Grund so, liebe Freundinnen und Freunde.
Das ist nicht Ausgangspunkt grüner Politik. Und Entscheidungsgrundlage kann es auch nicht sein, dass zuerst Fakten geschaffen werden und ihr dann zu einer Entscheidung gezwungen werdet, die ihr nicht für richtig haltet. Die Argumentationsschiene ist grob vereinfachend. Es wird gesagt, wenn wir Handys abhören können, wenn wir SMS abhören können, dann müssen wir doch auch WhatsApp-Nachrichten abhören können. Liebe Freundinnen und Freunde, das ist etwas, das kann man machen, wenn man der Bundesinnenministerkonferenz angehört oder denen das Wort redet. Aber, liebe Freundinnen und Freunde, das ist einfach falsch. Es handelt sich hier um den großen Lauschangriff 2.0. Es ist hier die Quellen, die große Quellen-TKÜ im Raum. Es gibt die einzige Möglichkeit, diese Eingriffe bei WhatsApp und bei sonstigen Geräten zu nehmen, ist der komplette Aufbruch des informationstechnischen Systems, eurer Smartphones, eurer Computer, der Infrastruktur des Hessischen Landtages, des Bundestages. Ich fasse es nicht. Mir fehlen jetzt schon die Worte und ich habe nur noch, eine Minute, geht. Liebe Freundinnen und Freunde, das ist die einzige Möglichkeit, das hinzuzuziehen, ja, ist letztlich, wenn man sich das auf dem privaten Markt zukauft. Dieser private Markt wird das hessische Geld nehmen, einen möglicherweise sogar verfassungskonformen Staatstrojaner entwickeln und aufbauend auf diese Technologie dann weitergehende digitale Schadsoftware entwickeln, weitergehende digitale Waffen, und die verkaufen die dann nach Ägypten, in die Türkei, zu Putin, nach China, ja, und das haben wir dann an der Backe. Das ist keine grüne Politik. Und wenn der Staatstrojaner erstmal drin ist, dann haben wir, dann ist der, ist das System komplett auf. Das Mikrofon, die Kamera, sämtliche Fotos, sämtliche E-Mails sind zugänglich. Und das, es gibt keine vernünftige Möglichkeit, das zu kontrollieren. Liebe Freundinnen und Freunde, wir sollten uns fragen, in welcher digitalen Welt wir leben wollen. Wollen wir, kommst du bitte zum Schluss? Wollen wir für eine digitale Sicherheitspolitik stehen, wo wir sagen können, wir machen die Digitalisierung, wir erschließen uns eine neue Sphäre und diese Sphäre ist sicher? Oder wollen wir zukünftig sagen können, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Kinder, von denen wir auch die digitale Sphäre nur geerbt haben, eure Geräte sind strukturell unsicher, sie sind angreifbar und wir haben dafür gestimmt. Wir machen jetzt eine Richtungsentscheidung, wie wir digitalpolitisch stehen. Das ist einer der wenigen Bereiche, wo wir bundespolitisch... Du wolltest zum Schluss kommen. Bitte, die Uhr ist schon lange abgelaufen. ...ziemlich klar stehen. Ja, und das wird jetzt einfach hintenrum preisgegeben. Das ist das Letzte, liebe Freundinnen und Freunde. Lehnt das hessische Verfassungsschutzgesetz ab. Stimmt unserem Antrag zu. Dankeschön. So, jetzt kommt der Antrag 512, der bei mir steht, wird vom Landesvorstand vorgestellt. Martin, bitteschön. So. So, liebe Freundinnen und Freunde, es ist klar, dass das, worum es hier vor allem geht oder was hier vor allem in Kritik steht, sind in dem Verfassungsschutzgesetz die Bereiche der Telekommunikationsüberwachung, nämlich die Online-Durchsuchung und die Quellen-TKÜ. Das sind aber nicht die einzigen Bereiche von, oder die einzigen Punkte in dem Gesetz, die damit verabschiedet wurden, sondern gibt es auch durchaus auch noch Pluspunkte. Ja? Es wurden das erste Mal oder es wurde in diesem Gesetz reingeschrieben, dass die Kontrolle der Geheimdienste verbessert wird, sodass zum Beispiel die Berichtspflichten ganz andere sind, dass die parlamentarische Kontrolle verbessert wurde. Das sind alles Sachen, die die Grünen schon seit langer Zeit fordern und mit zu den Kernforderungen gehören. Und es wurden auch die Empfehlungen einer überparteilichen Kommission berücksichtigt, die die Umsetzung des NSU-Untersuchungsausschussergebnisses berücksichtigt hat. Natürlich ist vollkommen klar, dass man als grüne Partei eine Quellen-TKÜ oder eine Online-Durchsuchung kritisch sehen muss. Das ist ganz außer Frage. Nur es muss auch klar sein, dass jede Maßnahme, die entweder die Geheimdienste oder die Polizei oder wer auch immer durchführt, ein Eingriff in Grundrechte von Personen bedeutet. Auch beim
Briefgeheimnis, was gebrochen werden kann für bestimmte Maßnahmen, auch bei der Telefonüberwachung. Das alles sind schwere Eingriffe in Grundrechte. Und wir haben ja lediglich müssen ja lediglich mit der Zeit gehen, sage ich mal, und einfach auch sehen, dass auch WhatsApp-Nachrichten und sonstige Punkte, Sachen, die verschlüsselt vom Handy dann übermittelt werden, dass wir an die anders nicht rankommt. Es ist vollkommen klar, es gibt Probleme, aber, das haben wir in unserem Antrag ganz klar formuliert, es muss ein entsprechendes Programm kann nur eingesetzt werden, wenn möglichst ausgeschlossen wird, dass eben kein Missbrauch stattfindet. Es ist und bleibt einfach so, dass wir ja nicht die Online-Durchsuchung oder die Quellentelekommunikationsüberwachung breitbandmäßig eingesetzt wird, einfach gegen alles und jeden, bei jedem Verkehrssünder, sondern es geht wirklich um den Verdacht von schwersten, lebensgefährlichen Attentaten oder Taten. Und es geht hier dabei um die betroffenen Personen, um eine Handvoll Personen, gegen die es überhaupt angewendet werden würde. Und es geht ja nicht nur um Islamisten, es geht auch um Rechtsradikale. Wir alle, der NSU, war schließlich eine rechtsradikale Geschichte und auch da wäre es sinnvoll gewesen, wenn man da entsprechende Medien hätte überwachen können. Wie gesagt, liebe Freundinnen und Freunde, es geht hier beim Besten nicht darum, jetzt die Grundrechte Deutschlands zu schleifen oder in Hessen zu schleifen, sondern es geht darum, dass man beim Verfassungsschutz auf einen bundeseinheitlichen Standard kommt, dass die Geheimdienste in Deutschland miteinander kommunizieren können und dass die Informationsgewinnung und Austausch nach unseren Maßstäben passieren kann und wir nicht auf Informationen von Diensten aus dem Ausland angewiesen sind. Es gibt bei der Online-Durchsuchung ein doppelter Richtervorbehalt drin. Es muss erstmal durch den Richter genehmigt werden, dass überhaupt durchsucht werden darf und danach werden die Ergebnisse angeschaut und das auch wieder durch den Richter erst zur Untersuchung oder zur Heranziehung freigegeben werden. Ich denke, das ist der Entwurf, den wir haben, wäre vielleicht oder gibt sicher immer Leute, die denken, es wäre besser gegangen, aber ich denke, dass das, was wir hier haben, vor allem im Bereich der Geheimdienstkontrolle, massive Verbesserungen da sind und insofern bitte ich euch, den Antrag des Landesvorstandes zu unterstützen und bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Martin. Jetzt sind die drei Anträge eingebracht und wir haben, wie schon gesagt, die ersten 8 Wortmeldungen gezogen. Wenn weiterer Redebedarf ist nach dieser Runde, werden wir das dann miteinander klären. Wir haben genügend Wortmeldungen sozusagen von beiden Geschlechtern, sodass es diesbezüglich zumindest vorläufig kein Problem gibt. Die erste Wortmeldung kommt von Nadine, Nachname unbekannt, aus dem Kreisverband Marburg-Biedenkopf. Aber er hat es nicht geschrieben. Es gibt vielleicht im Bandkreis Marburg-Biedenkopf noch eine zweite Nadine. Der nächste Redner ist dann Erich Pawlik. Entschuldigung. Also du hast jetzt das Wort. Wie? Ja, das weiß ich ja. Also für 3 Minuten, bitteschön. Dankeschön. Liebe Grüne. Wir haben es mit einem Dilemma zu tun. Klassische Ausforschungsinstrumente von Polizei und Verfassungsschutz, wie das Abhören von Telefonaten, Hausdurchsuchungen, das Abfangen von Briefen, laufen mit der technischen Entwicklung von Handys, Computer und digitaler Kommunikation faktisch ins Leere. Da kann man 2 Standpunkte einnehmen. Einerseits, das ist eben so. Wir wollen zum Schutz der Privatsphäre keine neuen Methoden zulassen. Andererseits, wir passen das Recht der digitalen Entwicklung an. Das Bundesverfassungsgericht hat einen etwas komplizierten Mittelweg als Grenze aufgezeigt. Mit entsprechenden Gesetzen sind Eingriffe in digitale, selbstbestimmte Sphären erlaubt, wenn sich die Grenzen klar bestimmen lassen und sich die technischen Eingriffe auf das technisch Notwendigste beschränken. Wir Grüne sind hier zu Recht skeptisch, aber vom Ergebnis her sollte man den vorgelegten Entwurf nicht in Gänze verwerfen. Denn zum Beispiel bei der Verfolgung von rechtsradikalen Straftaten und bei Terrorstraftaten werden wir herausgefordert. Wie können Polizei und Verfassungsschutz in Hessen effektiv, wirkungsvoll und kontrolliert agieren? Der Gesetzentwurf sollte in einigen Bereichen im Rahmen der Anhörung nachgebessert werden. Zum Beispiel fehlt zur sogenannten Drittbetroffenheit eine deutliche Aussage, aber es muss einen Unterschied machen, ob ich unmittelbar bei einem Verdächtigen ermittle oder das Handy einer Person auslese, die mit dem Verdächtigen in Kontakt steht.
Mir fehlt aus Sicht einer Richterin auch eine klare Regelung, welche Dinge ausgeforscht und welche Erkenntnisse verwertet werden können. Meines Erachtens sollte es nicht sein, dass ein mit der Ausforschung aufgedeckter eBay-Betrug verfolgt wird, wenn die Durchleuchtung wegen Terrorverdachts angeordnet wurde. Rechtstechnisch sind Verweise auf das G10-Gesetz des Bundes unglücklich, denn hierdurch legt der Landesgesetzgeber einen Teil seiner Kompetenz in die Hände des Bundesgesetzgebers. Und auch sind Teile des Gesetzes durch die vielen Verweise selbst für eine Juristin nur schwer verständlich. Aber davon abgekoppelt ist die politische Frage, ob man ein solches Gesetz grundsätzlich will. Als langjährige Ermittlungs- und Strafrichterin bin ich definitiv keine Freundin des Staatsverständnisses, bei dem so getan wird, als seien sämtliche Mittel der Überwachung und Ermittlung in den Händen seiner Organe gut und sicher aufgehoben. Es bedarf klarer Kontrollmechanismen. Und gerade in diesem Punkt sieht man deutlich die Handschrift der Grünen. Mit dem doppelten Richtervorbehalt und der parlamentarischen Kontrolle sind Mechanismen eingefügt worden, um die Praxis zu kontrollieren. Und ich glaube, dass wir in den vom Verfassungsgericht aufgezeigten Grenzen als Staat die digitale Kommunikation zur Prävention und Aufklärung von schwersten Straftaten ausforschen dürfen. Aber es bedarf klar formulierter Zugriffsmöglichkeiten der Ermittlungsbehörden, die wiederum durch unabhängige Gerichte bzw. die parlamentarischen Kontrollgremien überwacht werden müssen. Mein Fazit: Dieses Gesetz hätten wir sicherlich so in Gänze nicht auf den Weg gebracht. Aber im Vergleich mit den bisherigen Lösungen, zum Beispiel Thüringen, Baden-Württemberg und dem Bund, enthält es eine deutliche grüne Handschrift und sollte möglichst im Rahmen der Anhörung an einigen Punkten verbessert werden. Ein guter Kompromiss zwischen Schutz der digitalen Sphäre und den Interessen nach Verfolgung schwerster Taten. Vielen Dank. Vielen Dank. Als nächster spricht Erich Pawlik, ihm folgt dann Angela Dorn. Liebe Freundinnen und Freunde, ich bin 63 Jahre alt. Meinen ersten Computer habe ich mit 16 Jahren programmiert. Seit ungefähr 10 Jahren, also 35 Jahre in meiner Berufslaufbahn, wird das Thema IT-Sicherheit ein immer größeres und drängenderes Thema. Wir haben die Situation, dass man gerade durch das hochkommende Internet der Dinge, die Industrie 4.0, in eine Situation kommen, wo es erhebliche Gefahren für das Wohlbefinden der Bevölkerung gibt, wo es auch erhebliche Möglichkeiten gibt, mit terroristischen Angriffen über digitale Mittel erheblichen Schaden anzurichten. Ein aktuelles Beispiel: Im letzten Winter war in der Ukraine, wurde das Stromnetz durch einen digitalen Angriff lahmgelegt. Wir haben im Bericht des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik von 2014 wird ein Fall geschildert, wo durch einen Hackerangriff ein Hochofen zerstört wurde. Das sind alles Dinge, die mit den Mitteln durchgeführt werden, die auch dem Verfassungsschutz hier in Hessen jetzt zugestanden werden sollen. Und da, denke ich, ist ein ganz erhebliches Problem in der Wahl dieser Mittel. Es ist eine klare Notwendigkeit, dass man Sicherheitsrisiken für unsere technischen Systeme einfach aus der Welt schafft, indem man sie öffentlich macht, indem man die Sicherheitslücken stopft und damit letztlich auch das Mittel, was der Verfassungsschutz sich wünscht, Angriffe auf Smartphones etc. durchzuführen, ihm letztlich wegnimmt. Dass das eine ernsthafte Gefahr ist, sieht man an kürzlich bekannt gewordenen Virus WannaCry, der beispielsweise in
in England in irgendwelche Krankenhäuser eingedrungen ist, der zum Beispiel auch die Anzeigen der Bundesbahn lahmgelegt hat. Der Virus hat zwei Sicherheitslücken verwendet, die der amerikanische NSA für sich behalten hatte und die er in einem Hackerangriff verloren hat. Es gibt nebenbei bemerkt, in dem gleichen Angriff noch fünf. Erich, kommst du bitte zum Schluss? Ja, es gibt noch fünf weitere. Das heißt, der Punkt ist, ein Gesetz, was diesem Sachverhalt, dass Unsicherheit geschaffen wird, sollte man so nicht zustimmen. Jetzt hat das Wort Angela Dorn, Kreisverband Marburg-Biedenkopf. Ihr folgt Peter Löwenstein, Kreisverband Darmstadt-Dieburg. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, ich bitte euch um Unterstützung des Antrags des Landesvorstands. Der Antrag macht sehr deutlich, dass wir es hier mit einer schwierigen Abwägungsfrage haben von Sicherheit und Grundrechten. Und wir alle wissen, dass die Frage von Terrorismus, von Rechtsextremismus, von Rechtsterror gestiegen ist. Und deswegen haben wir eine schwierige Frage zu beantworten. Die schwierige Frage ist, im Moment können SMS überwacht werden, aber sobald man einen anderen Messenger nimmt, zum Beispiel WhatsApp, ist das nicht mehr möglich. Und ja, das stimmt, das hat andere Folgen, weil man auf das ganze System anders Zugriff haben kann. Aber können wir uns jetzt wirklich leisten, eine Position einzunehmen, dass wir dort eine komplette Lücke lassen? Können wir uns diese absolute Position wirklich leisten? Die andere Extremposition wäre übrigens die CDU. Die möchte nämlich, dass wir alles überwachen können. Die möchte eine Vorratsdatenspeicherung, also nicht nur laufende Daten, nicht nur laufende Kommunikation, sondern auch gespeicherte. Und die will das über alle und nicht bei spezifischen Anlässen, bei spezifischen Personen. Und ich finde, was ist denn unsere Verantwortung als Grüne? Unsere Verantwortung wäre, dass wir die Balance finden. Und genau dem wollen wir ja nachkommen. Und es ist deswegen auch wichtig, dass wir über Details sprechen, aber wir müssen auch über das Grundsätzliche sprechen. Das eine ist die grüne Balance im Gesetzentwurf. Wir haben eine grüne Handschrift. Wir haben endlich, und da haben wir lange gekämpft, liebe Freundinnen und Freunde, die Lehre aus dem Thema NSU gezogen. Endlich haben wir mal Bestimmungen über die V-Leute drin. Endlich haben wir eine parlamentarische Kontrolle des Verfassungsschutzes drin. Wie lange hat der Frömmrich, wie lange haben wir dafür gekämpft, dass wir das endlich haben? Das sind die einen Punkte. Das andere sind jetzt die spezifischen Fragen, die ihr aufwerft bezüglich Quellen-TKÜ und Online-Durchsuchung. Das sind alles komplizierte Themen. Ganz wichtig, was haben wir geschafft? Schon mal geschafft. Es ist nicht anlasslos, also keine Vorratsdatenspeicherung, wie es die CDU wollen würde. Es geht um einen konkreten Anlass und der Anlass muss wirklich sein, also eine drohende, schwere Straftaten, für eine Gefahr für Leib und Leben. Der zweite Punkt, was schon erreicht ist, nicht alle Menschen sind davon betroffen, sondern es darf auf einzelne Menschen nur angewandt werden. Und dann unter ganz bestimmten Voraussetzungen. Bei der Quellen-TKÜ ist es so, dass es nicht gespeicherte Informationen sein dürfen, sondern nur laufende Kommunikation. Dann gibt es bei der Online-Durchsuchung einen doppelten Richtervorbehalt. Das hat die Nadine auch gerade schon hier betont. Und bei der TKÜ muss es noch die G10-Kommission genehmigen. Es sind lauter Hürden eingebaut worden und das trägt die grüne Handschrift. Und jetzt haben wir sozusagen diesen Entwurf. Und jetzt finde ich sehr richtig, dass der Landesvorstand der Fraktion darüber hinaus noch Aufgaben gegeben hat. Der Landesvorstand hat der Fraktion Aufgaben gegeben, dass man sich die Risiken ganz genau anschaut, dass in der Anhörung diese Risiken ganz genau betrachtet werden. Und das finde ich auch richtig. Also gibt es Missbrauchsrisiken? Wie relevant sind wirklich die Daten, die man rausbekommen kann? Das ist der eine Punkt, der... Angela, auch du kommst bitte zum Schluss. Ich komme zum Schluss. Der andere Punkt, der nochmal stark gemacht worden ist, das Bundesverfassungsgericht hat uns klare Hürden gesetzt. Das ist auch sehr wichtig und sehr gut so. Wir haben einige Maßnahmen, die gehen darüber hinaus. Und der Landesvorstand hat uns nochmal ganz explizit darum gedrängt in diesem Antrag, dass wir die ganz klar ziehen, diese Kriterien, dass es nochmal genau in der Anhörung geprüft wird, dass all diese Kriterien glasklar eingehalten sind, ganz scharf gestellt werden. Und ich finde, mit dem Antrag können wir einen guten Prozess einleiten, in dem gerade die Landesarbeitsgemeinschaften eingebunden werden sollen. Vielen Dank. Vielen Dank. Das Wort hat Peter Löwenstein, Kreisverband Darmstadt-Dieburg. Ihm folgt Daniela Wagner, Kreisverband Darmstadt. Ja, ich möchte eigentlich nur noch mal auf eine Sache wegen der ganzen Geschichte mit dem Richtervorbehalt hinweisen.
Wir haben das schon in anderen Bundesländern, wir haben das in Berlin. In Berlin sind von vielen tausend Anfragen vom Richter nicht eine einzigste Anfrage zurückgewiesen worden. Das kann man wunderbar nachlesen. Du weißt doch, was ich meine, oder? Nein. Okay, dann zeige ich es dir gleich. Das Zweite, worauf ich hinaus wollte, wir haben die Möglichkeit, dieses Gesetz noch zu behandeln. Im Parlament haben wir eben gerade gehört. Nur, ich würde gerne eine konkrete Antwort wissen, wie der Input, der fachliche Input, tatsächlich in der weiteren Lesung und parlamentarischen Prozess noch zu einer Änderung führen kann. Wenn ihr mir das darstellen könnt, dann wäre ich sehr froh und dann könnte man auch über einen Rückzug von meinem Vertrag, von meinem Antrag reden. Nur im Moment kann ich nicht erkennen, wie in der Kürze der Zeit ein solcher Input erfolgen soll. Danke. Vielen Dank, Peter. Das Wort hat Daniela Wagner, Kreisverband Darmstadt. Ihr folgt Gerhard Böhme, Kreisverband Frankfurt. Liebe Freundinnen und Freunde, alle Anträge, alle drei, greifen ein wichtiges und sehr drängendes Thema auf, nämlich die hochkomplexe Abwägungsfrage auf der einen Seite der Schutz der Bevölkerung vor Terroranschlägen, aus welcher Ecke, radikalen Ecke auch immer, auf der anderen Seite der Schutz der Bevölkerung vor dem Ausspähen ihrer Daten, Handys, Computer. Und ich glaube, dass man es sich zu Recht schwer macht mit diesem Abwägungsprozess. Und ich glaube, dass wir das auch getan haben. Der Landesvorstand, aber auch die Landtagsfraktion. Und ich glaube, unser Einfluss, der grüne Einfluss, ist in diesen politischen, auch in diesen politischen Fragen in Hessen mittlerweile deutlich sichtbar. Entscheidend waren und sind aus unserer Sicht Verhältnismäßigkeit der Maßnahme, Einhaltung der Kriterien des Bundesverfassungsgerichts, Gefahr für ein überragend wichtiges Rechtsgut, das Leben, die richterliche Anordnung, das darf nicht anlasslos passieren, und das Verhindern von Eingriffen in den Bereich der privaten Lebensgestaltung und alles, was technisch nicht sicher ausgeschlossen werden kann an Missbrauch, führt zur Nichtanwendung der entsprechenden Bestimmung des Gesetzes. Also das scheint mir ja schon ein Weg zu sein, den man gehen kann. Und ich kann nur sagen, Sicherheitspolitik im digitalen Zeitalter, also 2017, da ist schon auch mit einzubeziehen, dass sich unsere Welt in den letzten paar Jahren ziemlich radikal verändert hat. Und was heute so alles passiert auf der ganzen Welt und auch hier bei uns und was vor allen Dingen mit allen möglichen elektronischen Medien und Kommunikationsmöglichkeiten gut geplant werden kann, das muss einem natürlich, gibt mir jedenfalls durchaus zu denken. Und ich finde zum Beispiel, das sage ich euch ganz offen, die Gleichbehandlung von SMS und anderen Messenger-Diensten absolut vernünftig. Es ist doch nicht einzusehen, dass im einen Fall das Leben von Menschen gefährdet wird, weil jemand nur mit einer SMS hantiert, im anderen Falle aber mit einem anderen Messenger-Dienst wie zum Beispiel WhatsApp. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir tatsächlich prüfen, wie hoch real die Missbrauchsrisiken sind beim Einsatz der Software und lässt er sich ausschließen. Und wenn er nicht ausschließbar ist, tatsächlich auch von der Anwendung des Gesetzes in dieser Bestimmung Abstand zu nehmen. Und als letzten Punkt finde ich es auch sehr gut und sehr wichtig, was auch in unserem Antrag steht, die fachliche Einbeziehung unserer fachlich kompetenten LAG und interessierter Mitglieder. Ich glaube, der Antrag des Landesvorstands erweist genau den richtigen Weg in eine Balance. Und natürlich kriegt man in einer Landesregierung nie einen grün pur Gesetzentwurf, es sei denn, wir haben die absolute Mehrheit. Und hier scheint mir die Ausgewogenheit tatsächlich gegeben. Vielen Dank für Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Dani. An der absoluten Mehrheit arbeiten wir noch.
und hören jetzt Gerhard Böhme, Kreisverband Frankfurt. Ihm folgt Karin Müller, Kreisverband Kassel-Stadt. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, der Gesetzentwurf, der von unserer Fraktion mit eingebracht werden soll, der ist für uns Grüne schwierig, insbesondere im Hinblick auf die beiden Instrumente, die in diesem Gesetzentwurf in Hessen neu eingeführt werden sollen, die sogenannte Quellentelekommunikationsüberwachung und die Online-Durchsuchung. Sie ermöglichen den Zugriff auch auf diejenigen Kommunikationen, die verschlüsselt geführt werden. Denn bisher ist der Verfassungsschutz, wie auch teilweise die Polizeibehörden, beschränkt darauf, die Kommunikation zu überwachen, die nicht verschlüsselt wird. Die Frage ist, ob in den Fällen, in denen die Sicherheit unserer Gesellschaft, also die Voraussetzung dafür, dass wir unsere Bürgerrechte und unsere Freiheitsrechte wahrnehmen können durch terroristische Angriffe, ob diese Sicherheit auch gewährleistet werden soll dadurch, dass die verschlüsselte Kommunikation von den Sicherheitsbehörden überwacht werden kann, um solchen Gefahren rechtzeitig zu begegnen. Wir haben entsprechend schmerzliche Vorfälle in Deutschland gehabt, nicht nur in Berlin und in München. Und es stellt sich die Frage, ob die Sicherheitsbehörden, wenn sie denn die Möglichkeit haben, solchen Vorkommnissen eventuell vorzubeugen, dadurch davon ausgeschlossen werden sollen, deshalb, weil wir sagen, dieser Zugriff geht zu weit. Es ist schon mehrfach gesagt worden, dass diese beiden Instrumente keine hessische Erfindung sind, sie sind nicht neu, sie sind für die Polizei, für den Verfassungsschutz und auch für die Strafverfolgungsbehörden, also Staatsanwaltschaften und Polizei, bereits auf Bundes- und Landesebene eingeführt worden. Das entbindet uns nicht davon, diese Diskussion nochmals zu führen. Aber ich möchte da kurz aus der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zitieren, denn das Bundesverfassungsgericht war mit dieser Frage schon befasst. Straftaten mit dem Gepräge des Terrorismus in diesem Sinne zielen auf eine Destabilisierung des Gemeinwesens und umfassen hierbei in rücksichtsloser Instrumentierung anderer Menschen Angriffe auf Leib und Leben beliebiger Dritter. Sie richten sich gegen die Grundpfeiler der verfassungsrechtlichen Ordnung und das Gemeinwesen als Ganzes. Die Bereitstellung von wirksamen Aufklärungsmitteln zu ihrer Abwehr ist ein legitimes Ziel und für die demokratische und freiheitliche Ordnung von großem Gewicht. So hat das Bundesverfassungsgericht zu den hier in Rede stehenden Instrumenten entschieden. Es hat allerdings auch gesagt, dass die Anwendung dieser Maßnahmen von engen Voraussetzungen abhängig sind. Und soweit ich den Gesetzentwurf hier beurteilen kann, sind die Anforderungen des Bundesverfassungsgerichts schon bisher in diesem Gesetzentwurf nicht nur erfüllt, sondern dieser Gesetzentwurf geht, was die Kontrolle des Verfassungsschutzes betrifft, durch richterliche Überprüfung und durch nachträgliche Überprüfung sogar weiter, als das Bundesverfassungsgericht es vorschreibt. Deshalb empfehle ich, dem Antrag des Landesvorstands zuzustimmen. Vielen Dank, Gerhard. Als nächstes spricht zu uns Karin Müller, Kreisverband Kassel-Stadt, gefolgt von Jürgen Frömmrich, Kreisverband Waldeck-Frankenberg. Liebe Freundinnen und Freunde, es wird euch nicht verwundern, dass auch ich euch davon überzeugen will, den Antrag 512 hier anzunehmen. Argumente sind ja schon vorgebracht worden, aber ich will es auch noch mal ganz deutlich sagen. Die Abwägung zwischen Sicherheit und Freiheit ist eine, die wir im parlamentarischen Geschäft ständig führen müssen. Und nur weil die CDU für mehr Sicherheit steht und wir Kompromisse machen wollen, überlassen wir aber auch dieses Feld nicht allein der CDU, sondern kämpfen für die Ausgewogenheit von Sicherheit und Freiheit. Und ich denke, dieser Antrag unterstützt den Gesetzentwurf und damit haben wir ein Stück weit das auch erreicht.
Wir wollen, dass niemals wieder so ein Staatsversagen wie im Falle der NSU-Morde vorkommt. Und dafür sind die Empfehlungen der Expertenkommission zur Aufklärung der NSU-Morde und des Staatsversagens in diesen Gesetzentwurf eingearbeitet worden. Die parlamentarische Kontrolle ist gestärkt worden und das ist gut so. Aber natürlich ist es richtig, es gibt Kritik, die wir natürlich auch lange diskutiert haben. Es gibt erweiterte Eingriffsmöglichkeiten, aber nicht flächendeckend, eben nicht flächendeckend, sondern in einem ganz bestimmten Bereich. Und die Terroristinnen und Terroristen von heute greifen den Staat oder das Herz des Staates auch nicht mehr auf dem Postweg an, sondern mit moderner Telekommunikation und die muss auch durchsucht werden können. Also und das punktuell mit Richtervorbehalt, das ist hier vorgetragen worden. Und ich denke, in der Abwägung haben wir einen guten Gesetzentwurf hinbekommen. Er wäre natürlich grün noch besser, aber das Leben in der Politik besteht aus Kompromissen. Und deswegen ist es ein Kompromiss, wo wir auch Kröten schlucken müssen, aber es ist auch legitim, die Eingriffsmöglichkeiten zu schaffen. Und ich will noch was zur Bundes- und Landesebene sagen. Auf Bundesebene wurde hauptsächlich kritisiert, dass die technischen Voraussetzungen noch nicht geschaffen sind, um zu verhindern, dass dieser Staatstrojaner sich auf dem ganzen Gerät ausbreitet und nicht nur zielgerichtet auf die Punkte eingeht, die untersucht werden sollen. Da hat aber das Verfassungsgericht gesagt, dass es nicht nur deshalb verfassungsfeindlich ist, weil unerfüllbare technische Anforderungen gestellt werden. Denn diese technischen Voraussetzungen müssen geschaffen werden. Und davon gehen wir aus. Also da vertrauen wir einfach darauf, dass diese technischen Voraussetzungen geschaffen werden. Und es hindert uns aber nicht, vorher schon den Gesetzentwurf zu machen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und ich bitte um Unterstützung des 512. Vielen Dank, Karin. Jetzt hat das Wort Jürgen Frömmrich, Kreisverband Waldeck-Frankenberg. Damit ist die zunächst vereinbarte Zahl der Rednerinnen und Redner abgearbeitet. Wir kommen dann danach zur Klärung des weiteren Verfahrens. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, natürlich ist die Frage von Freiheit und Sicherheit für eine Bürgerrechtspartei immer eine wichtige Frage, die wir diskutieren sollen. Aber die Grundfrage, die wir hier zu entscheiden haben, ist, Freiheit kann nur gelingen, wenn Sicherheit gewährleistet ist. In einer freien Gesellschaft, in der wir leben wollen, brauchen wir Sicherheit, damit die Leute diese Freiheiten ausleben und auskosten können. Und deswegen ist es wichtig, diesen Bereich im Blick zu haben. Natürlich sind Maßnahmen der Sicherheitsbehörden mit Eingriffen verbunden, mit Grundrechtseingriffen, die schwerwiegen. Deswegen ist es auch gut, dass eine Bürgerrechtspartei wie wir über diese Fragen reden. Aber die zentrale Frage, die wir letztlich zu entscheiden haben, ist, ob der Staat, ob Sicherheitsbehörden in einem eng begrenzten Umfang mit hohen rechtsstaatlichen Hürden zur Abwehr schwerster Straftaten in Grundrechte eingreifen kann. Das ist die Frage. Und die schwerste Straftaten, mit denen wir es hier zu tun haben, sind terroristische Angriffe. Und wir wissen aus den Gremien, in denen ich bin, über die ich hier öffentlich nichts sagen darf, wissen wir, dass wir hier in Hessen Menschen haben, die diese Freiheiten bedrohen, die effektiv dabei sind, sich in die Vorbereitung solcher Straftaten zu begeben. Und es kann nicht, liebe Freundinnen und Freunde, es kann nicht entscheidend zur Verhinderung von solchen Straftaten sein, ob ich sie verhindere, weil jemand per SMS kommuniziert, oder ob ich sie nicht verhindere, weil jemand mit dem WhatsApp kommuniziert. Das kann nicht am Ende die Frage sein, über die Sicherheit und die Freiheit zu entscheiden. Deswegen ist es wichtig, dass wir dieses Instrument brauchen. Und wir haben ja heute schon Instrumente, die in Grundrechte eingreifen. Wohnungsüberwachung, Wohnraumüberwachung. Wir haben die Überwachung von Telekommunikationsmedien, also dem klassischen Telefonieren. Es dürfen Briefe und es darf der Postverkehr überwacht werden. Die Frage, die wir jetzt hier diskutieren, ist, ob der Staat das auch bei Messenger-Diensten darf, ob er auf Computer von außen zugreifen darf. Und diese Frage müssen wir beantworten. Und ich glaube, wir brauchen diese Maßnahmen zur Verhütung schwerster Kriminalität, liebe Freundinnen. Deswegen bitte ich euch um Zustimmung des Landesvorstandsantrages. Wir müssen als Regierungsfraktion die Frage beantworten, ob bei Menschen, die schwerste Straftaten, also Terroranschläge vorbereiten, auf das Handy und den Computer zugegriffen werden darf. Die SMS und den Brief dürfen Sicherheitsbehörden beobachten. WhatsApp-Nachrichten und verschlüsselte E-Mails dürfen sie nicht beobachten.
In der Sicherheitslage, in der wir uns zurzeit befinden, wäre es fatal, liebe Freundinnen und Freunde, wenn wir den Sicherheitsbehörden diese Möglichkeiten verwehren. Und wir erleben das ja in den verschiedensten Gremien. Wir haben im Rhein-Main-Gebiet eine große Anzahl von Salafisten, Dschihadisten, die nicht nur ausgereist sind in den Dschihad, sondern die auch zum Teil wiederkommen. Und lieber Frömmi, du musst zum Schluss kommen. Ich komme zum Schluss und mit diesen Leuten in Kontakt stehen. Und ich glaube, dass es wichtig ist, und wir beobachten das immer mehr, dass da nicht mehr mit Telefon und mit SMS kommuniziert wird, sondern dass dort mit WhatsApp und über Computertechnologie kommuniziert wird. Und deswegen ist es wichtig, diesen Bereich im Blick zu haben. Nicht massenweise Ausspähung geht es hier. Nicht um massenweise Ausspähung. Es geht um Einzelfälle, die wir ja zurzeit auch haben. Das sind gut 2 Dutzend Einzelfälle, mit denen wir zurzeit ja auch Überwachungsmaßnahmen machen. Es geht hier nicht eben um massenweise Überwachung. Es geht um wenige Einzelfälle unter strengen Auflagen mit richterlicher Kontrolle. Nur darum geht es, liebe Freundinnen und Freunde. Und deswegen bitte ich euch um Zustimmung zum Landesvorstandsantrag. Vielen Dank. So, liebe Freundinnen und Freunde, wir haben jetzt folgende Debattenlage. Wir haben die zunächst verabredeten Zahl der Beiträge gehört. Wir haben in der Zwischenzeit weitere Wortmeldungen bekommen, nämlich insgesamt von 6 Männern und 4 Frauen. Deswegen stellt sich durchaus die Frage, wollen wir die Debatte fortsetzen? Wer hätte vorgeschlagen, dass wir keine weiteren Wortmeldungen nehmen, weil es auch immer schwer ist, sozusagen vorherzusagen, in welche Richtung argumentiert wird, sondern zur Aufklärung sozusagen aller, die dann anschließend Entscheidungen treffen müssen, die 3 Antragstellenden jeweils zu bitten, mit einer Person nochmal ihren Antrag jetzt auch nach der gehörten Debatte sozusagen hier vorzutragen. Dann haben wir so gewissermaßen nochmal den Überblick. Das wäre der und dafür die weiteren Wortmeldungen nicht mehr zu berücksichtigen. Das wäre ein Vorschlag. So, dieser Vorschlag ist, einige nicken, aber keiner sagt, was ist dieser Vorschlag für euch gut? Wird er akzeptiert? Gibt es Widerspruch? Da gibt es Widerspruch. Also, dann nein. Also, wenn jemand widersprechen möchte und sagen, wir wollen die Redeliste weiter aufmachen, dann melde er sich jetzt, trete hervor und komme ans Pult und sage seine Gründe und beantrage, was er möchte, weil nur so kriegen wir es geregelt. Wer ist das? Bitte schön. Geschäftsordnungsantrag, die Redeliste wieder zu eröffnen, heißt das ja formal. Wie gesagt, ich habe gesagt, wir haben 6 Männer und 4 Frauen im Augenblick, die sich noch eingeworfen haben, die wir nicht berücksichtigt haben. Ja, aber erst muss er es vortragen. Natürlich werden wir abstimmen. Aber zunächst, da muss man sein Begehr vortragen. Hallo, Andreas Sarkel, KV Landil. Ich bin dafür, dass die Redeliste weitergeführt wird, und zwar quotiert. Denn die Reden von den Vorstellern haben wir bereits gehört, aber vielleicht fehlt noch das eine oder andere Argument, was wir noch dazu gebrauchen können. Danke. Also wir haben gehört, es ist ein Antrag zunächst mal auf unbegrenzte Weiterführung der Redeliste quotiert. Das heißt, solange Frauen, das sind immer ein bisschen weniger, als Männer sich noch melden, geht es weiter. Das ist der Antrag. Dagegen steht mein Vorschlag, der würde heißen, wir beenden die Redeliste jetzt, also bleiben bei der Beendigung der Redeliste und lassen die 3 Antragsteller noch mal vortragen. Ist die Alternative klar? Scheint zu weit. Wer ist dafür, die Redeliste wieder zu eröffnen? Der zeige jetzt die Karte. Dankeschön. Wer ist der Meinung, wir bleiben beim Schluss und lassen alle 3 Antragsteller noch mal vortragen? Es gibt mal wieder das übliche Problem, dass wir uns jetzt erheben müssen und wir das nochmal wiederholen. Also, wer die Redeliste weiter offen haben möchte, stehe bitte auf und hebe die Karte. Aha, zähl mal, es ist jetzt noch mehr geworden. 31 habe ich hier rechts. Bis wohin? 31 auf der rechten Seite und mittelgegangen. Bis mittelgegangen. Dankeschön. Dann, wer möchte bei dem Vorschlag die 3 Antragsteller nur noch zu hören? Es ist wie immer am Ende einer Versammlung, dann wird es über Verfahrensfragen ganz knapp. Was hast du jetzt? 20 auf der Seite. Das heißt weniger. Aber in der Mitte sind es auch weniger. Was
hast du gezählt, Hilde? Bis dahin. 80. Und du hast die aber nicht gezählt. Nein, 20. Zähl sie mal mit. Du hast aber nichts. 31 nur bis dahin. Also eigentlich waren die ersten nicht mehr, ne? Ja. Ja. Gut. Also das Podium ist der Meinung, dass die erste Abstimmung mehr waren. Wird das angezweifelt? Nicht der Fall. So. Dann werden wir, würde ich vorschlagen, oder wir wollen das hier so praktizieren, dass wir von den Wortmeldungen, die wir jetzt schon haben, weitere sind möglich, jetzt je zwei Männer und Frauen losen und die noch kommen, dann mit den anderen zusammen. Weil wir haben ja gerade beschlossen, dass wir so lange weiter debattieren, wie die quotierte Redeliste machbar ist. Richtig? Richtig. Also machen wir das so. Also werden wir jetzt losen. Zieh mal zwei von den Vieren. Eins, zwei. Gut. Dann geht es weiter. Die bleiben erstmal liegen. Dann geht es weiter. In der Redereihenfolge, die nächste ist wieder eine Rednerin, und zwar Odette Barbosa de Lima, Kreisverband Frankfurt. Bitte sehr. So, jetzt ziehen wir hier auch zwei. Es geht auch so. Schön. Hallo, schönen Abend. Und Kuddelmuddel, die Odette hat das Wort. Mit dem roten Knopf geht es nach unten. Ja, ja, ist okay so. Also ich hatte nicht geplant, hier zu sprechen, aber eigentlich da die Befürworter dieser Antrag in der Mehrheit waren, habe ich mich da kurzfristig entschieden. Als damalige Programmiererin, auch mit Linux habe ich gelernt, wie es sehr, sehr die Möglichkeit in Netzwerk einzugreifen ist. Also deshalb bin ich seitdem auch immer aufmerksam geworden, was auch zu tun hat mit der Demokratie und privaten Daten zu tun hat. Ich finde es problematisch, dass unsere Leute aus der Landtagsfraktion sagen, es ist entweder die CDU, den CDU-Vorschlag oder dieser eine Vorschlag, weil eigentlich jeder, der in einer Koalition mit irgendwelcher anderen Partei ist, weiß, dass solange der Koalitionspartner nicht zustimmt, dann gibt es eben überhaupt keinen Antrag. Und deshalb gibt es kein Entweder-Oder, sondern es gibt entweder die Grünen stimmen zu für diese weiche Version von Angriff auf privaten Daten oder sie stimmen nicht zu. Und es gibt keine andere Alternative. Also wir sind, was ich noch weiß, ist, dass ich eine Grüne bin, seit eigentlich in den Tag, da seit 30 Jahren. Und als Grün habe ich mich immer für den Schutz von den Privatdaten und für die Demokratie eingesetzt haben. Ich weiß auch, weil ich auch lese zwischendurch, dass zum Beispiel Harald Welzer sagt, eigentlich die Demokratie wird schrittweise abgebaut, das kann man immer sehen, schrittweise abgebaut, in man so gesetzt, ein bisschen hier weiche macht, ein bisschen hier weiche macht und nach haben man hat man eben einen Verlust an Demokratie. Und das ist für uns als Grün, sollen wir das nicht zulassen. Und deshalb plädiere ich, dass wir nicht für diesen Antrag zustimmen, sondern zu den anderen Antrag, also wie man
will 5 oder 5, 6. Vielen Dank. Vielen Dank. Als nächster spricht jetzt Andreas Kismel, Kreisverband Hochtaunus, gefolgt von Marlena Todt, Kreisverband Frankfurt. Moment, bevor du sprichst. Ich bitte alle die, die jetzt noch reden wollen, während des Redebeitrags von Andreas, sich noch einzuwerfen, weil wir dann machen wir die nächste Runde, um zu wissen, wie es dann weitergeht. Dann nehmen wir die sozusagen die Zettel raus. Aber jetzt während seiner Rede kann noch eingeworfen werden, wie es dann weitergeht, sehen wir ja dann. Wir prüfen das nochmal. Also, bitte, Entschuldigung, jetzt fängst du an, Andreas. Liebe Leute, worüber wir hier gerade reden, über die Quellen-TKÜ, darüber möchte ich isoliert reden und nicht über die anderen Teile von dem Gesetz. Was heißt es, eine Quellen-TKÜ durchzuführen? Wir müssen eine Schadsoftware installieren auf einem Gerät. Die muss für dieses Gerät speziell gemacht sein. Und die muss entwickelt werden. Also haben wir jetzt die eine Option, dass das Land Hessen das direkt selber macht. Aber da möchte ich bitte hören, wie das zustande kommt. Stellen wir uns jetzt 1000 Programmierer ein und die basteln das für jedes Endgerät. Okay. Andere Lösung ist, wir kaufen das am Markt hinzu. Von irgendeiner Firma, vielleicht so eine nette aus Israel. Da gibt es einige Anbieter. Das Problem bei dieser Sache ist, man kauft dort ein Kompilat von einem Programm. Das ist nicht mehr der reine Computercode, den wir lesen können, wenn man programmieren kann. Nein, das ist für den Rechner übersetzt in Maschinencode ein Programm. Da können wir nicht reingucken, wir können nicht sehen, was dieses Programm macht, ob diese Firma mitliest oder nicht. Das können wir nicht sehen. Wir können auch nicht als Richter überprüfen, was dieses Programm exakt macht. Und das erwarte ich eigentlich von uns. Wir können auch nicht... Ich habe nicht viel Zeit, danke, ich habe nicht viel Zeit. Wir können auch nicht dann von den Parlamentariern erwarten, dass sie die Expertise haben, das zu überprüfen. Ich möchte euch nicht zu nahe treten, bitte. Das ist für mich einer der größten Knackpunkte dabei. Und das größte Problem, was wir dabei haben, als Beispiel WannaCry, es gibt 1000 andere Beispiele. Wir schaffen Sicherheitslücken. Diese Sicherheitslücken bedrohen uns alle. Diese Sicherheitslücken bedrohen im Extremfall Menschenleben. Wir reden dauernd davon, hier Sicherheit zu schaffen. Ein Trojaner schafft keine Sicherheit. Ein Trojaner schafft eine absolute Unsicherheit. Und deswegen bitte ich euch, den Antrag 5.6 zuzustimmen und den Rest abzulehnen. Vielen Dank. Vielen Dank. Jetzt spricht zu uns Marlena Todt, gefolgt von Sebastian Schaub, Kreisverband Limburg. Ich möchte eigentlich nur auf einen Aspekt aus dem Gesetz eingehen, und zwar auf den Richterinnenvorbehalt. Der wurde hier eben so ein bisschen, ja, schon so Misstrauen vorgeworfen. Und ich glaube, das ist einfach nicht gerechtfertigt und ich glaube, das ist unfair gegenüber denjenigen Menschen, die sehr viele Überstunden in der Justiz machen, die sich jede Entscheidung sehr genau überlegen und da wirklich mit der gebotenen Expertise an die Sache rangehen und sich da wirklich Gedanken drüber machen, wann sie so etwas gestatten und wann sie es nicht gestatten. Ich bin eine große Verfechterin von unserer Verfassung und da steht zum Glück auch das Recht auf informationelle Selbstbestimmung drin. Da bin ich sehr froh drin. Gleichzeitig stehen da aber auch Justizgrundrechte drin und da steht auch drin, dass wir unabhängige Richterinnen haben und unabhängige Richter haben. Und ich glaube, das sollten wir auch hochhalten und da sollten wir kein Misstrauen gegenüber Richterinnen und allen Menschen, die in der Justiz arbeiten, aussprechen. Vielen Dank, Marlena. Jetzt kommt Sebastian Schaub, Kreisverband Limburg. Vielen Dank. Die nächsten müssen wir jetzt... Hallo ihr Lieben. Wir hatten vorhin mehrfach gehört, wir sollten das Ganze grundsätzlich besprechen. Ich würde das sehr gerne tun. Es geht hier grundsätzlich nämlich nicht in erster Linie um einen Gesetzesentwurf. Das ist das, was wir zum Nachbessern brauchen, um den Informationsbedürfnissen der Polizei und der Staatsdienste neue Möglichkeiten zu geben. Wir bessern hier nach. Das, was tatsächlich vorneweg geht, ist was vollkommen anderes, nämlich die Industrie und Industriestandards. Und das, was wir hier schaffen mit so einem Gesetz, ist eine Voraussetzung für einen Industriestandard, der ein fehlerhaftes System für uns bedeutet. Unser gesamtes IT-System basiert auf Vertrauen. Vertrauen, das hergestellt wird durch digitale Schlüssel. Und im Kern ist das Gesetz hier so aufgebaut, dass wir fordern, dass Nachschlüssel herstellbar sind. So, und das wiederum bedeutet, dass wir keine Sicherheit mehr haben. Und zwar egal, was wir ins Gesetz schreiben.
Leute, wir können das ins Gesetz schreiben und ich finde es gut. Also seid mir nicht böse, dieses Gesetz, das ihr geschrieben habt, ist toll. Aber das geht an der Realität vorbei. Wir schaffen technische Standards, die durchbrechbar sind. Wir müssen eine technische Voraussetzung schaffen, damit das überhaupt umsetzbar ist, dieses Gesetz. Dafür müssen die Firmen, die diese Verschlüsselungen machen, sie durchbrechbar machen. Oder wir beauftragen dritte Firmen, sie zu durchbrechen. Das sind Industriestandards, das sind Industriegeheimnisse, die scheren sich nicht um unsere Gesetze. Die werden noch nicht mal in Deutschland hergestellt. Wir kriegen die überhaupt nicht gesetzlich zu fassen. Das, was wir hier schaffen, ist eine Voraussetzung dafür, dass wir denen aber definitiv einen Vorwand geben, unsere Standards darauf anzuwenden, unsere Kommunikationsprozesse jederzeit für Dritte transparent zu machen. Und es gibt gute Argumente dafür, das zu tun. Das ist nicht die Frage. Ja? Also ich muss ganz ehrlich sagen, Frau Mie, du hast recht mit diesen ganzen Sachen, das ist richtig. Aber wir riskieren damit unser gesamtes IT-Infrastruktursystem, das wir momentan betreiben, jede Banking-Transaktion transparent zu machen. Und das muss man einfach mal realistisch sagen. Wir haben eine exponentielle Wachstumsfunktion, die unsere gesamte IT beeinflusst. Davon leben wir, davon profitieren wir. Das heißt aber auch, dass unsere Verschlüsselungsstandards von heute in 5 Jahren von einem Homecomputer geknackt werden können. So, und wenn wir dann also schwache Standards verwenden, damit die leichter geknackt werden können, sind wir in 2 Jahren soweit. Liebe Leute, das ist nicht der richtige Weg. Wir müssen gemeinsam etwas finden. Und nochmal, ich finde den Anspruch in eurem Gesetz ist gut und die Ideen, die ihr dort habt, ist richtig. Aber der Weg, den wir mit der Industrie gehen müssen, um den umsetzen zu können, ist nicht der richtige, weil wir hier mit den falschen Playern reden. Und deswegen möchte ich euch einfach bitten, denkt nochmal drüber nach, lasst uns dieses Gesetz überarbeiten. Wie schon gesagt, in den Ansätzen, die ihr dort habt, das ist sehr, sehr gut. Aber so wie wir das technisch angehen, kann es nicht funktionieren, meiner Meinung nach. Vielen Dank. Vielen Dank. So, liebe Freundinnen und Freunde, die Debattenlage ist wie folgt. Wir haben jetzt 9 insgesamt bekommen, Wortmeldungen 5 Frauen und 10 Männer. Und ich habe ein bisschen die Sorge, wir sehen es hier, dass sozusagen etwas der Saal sich langsam, aber stetig, tröpfenweise, einzelpersonenweise leert. Wir haben die Debatte so befunden. Ich würde jetzt den Beschluss von eben gerne wie folgt umsetzen. Wir hatten gesagt, die Redeliste wird weitergeführt, gegendert. Das heißt, es kommen noch im augenblicklichen Stand 5 Männer und 5 Frauen dran. Haben Sie noch gar nicht gelost, sondern die erste Frau, damit ich die jetzt aufrufen kann. Können wir dann die Redeliste danach den 10 schließen und zugleich, da ja auch so langsam anfängt, dass die Argumente sich wiederholen, die Redezeit auf 2 Minuten kürzen. Ich sitze auch noch 3 Stunden hier. Ich fürchte nur, dann sitze ich relativ einsam hier. Und das, denke ich, ist nicht auch im Sinne einer am Ende sinnvollen Entscheidung. Also Vorschlag. Wir schließen die Redeliste, nehmen also noch die 5 Frauen und entsprechend viele Männer dran, immer schön abwechselnd. Und dann ist Schluss und dann kann man den Vorschlag nochmal, dass die 3 Antragsteller zum Schluss nochmal zusammenfassen und dann gehen wir in die Entscheidung. Wollt ihr nicht? Also, dann erlaube ich mir über diesen Vorschlag zunächst mal abzustimmen, weil es gab Signal, wolle man nicht. Dann erklärt die Versammlung, was sie will. Und ich frage erst mal, findet mein Vorschlag, wer würde dem Vorschlag folgen wollen, den ich gerade gemacht habe, der hebt doch jetzt mal die Karte. Das sind ziemlich viele. Wer ist dagegen, das so zu machen? Praktisch keiner mehr. Doch, da hinten einer. Hast gelost, tut mir leid. Wir machen das jetzt so. Die Versammlung hat es beschlossen. Und die nächste Rednerin, bevor wir hier die anderen erlosen, ist jetzt Eva Goldbach. Bitte sehr, und wir hast 2 Minuten Redezeit. Wir haben noch 2 Männer, eine. Mischen wir sie da drunter. So, wir hatten gesagt, die 5 Frauen machen wir. Dann ist da die Reihenfolge an sich egal, die mische ich einfach zu. Und jetzt musst du hier schön. Liebe Leute, das ist schon eine lange Debatte und deswegen versuche ich, mich kurz zu halten. Wir haben eine andere Bedrohungslage als noch vor einigen Jahren. Wir regieren jetzt in Hessen mit. Das heißt, wir als Gesetzgeber
wir als Gesetzgeber, ja, das war ein guter Witz, ne? Wir als Gesetzgeber müssen uns jetzt verhalten dazu. Ich meine, es ist einfach, all die Probleme aufzuzeigen, und das ist aber auch richtig so. Es ist gut, dass wir in dieser Partei ganz viele Leute haben, die solche Gesetzentwürfe kritisch begleiten und aufzeigen, wo die Probleme liegen. Aber wir haben eben neue Techniken und ich finde das auch extrem schwierig. Es ist ein Riesenunterschied, ob ich eine SMS schreibe oder eine WhatsApp, weil WhatsApp heißt, dass dieses Unternehmen auf alle meine Kontakte, auf meine Fotos, auf meine ganzen Daten zugreifen kann. Wenn jetzt die staatlichen Ermittlungsbehörden sagen, wir müssen aber auch auf diese Kommunikationswege zugreifen können, dann haben sie eben die gleichen Zugriffsrechte, die WhatsApp ermöglicht. Eben auf die Fotos, auf die Daten, auf die ganzen Verbindungen, die ich da habe. Und das ist das Problem. Aber wir können ja jetzt nicht sagen, dann machen wir das eben nicht, weil die Ermittlungsbehörden Möglichkeiten brauchen. Und es geht dabei nochmal vor allem um die Verhinderung schwerster Straftaten. Das ist ein schwieriger Abwägungsprozess. Das fällt überhaupt nicht leicht. Und wie gesagt, es ist gut, dass wir hier so intensiv und lange darüber reden. Aber ich denke, am Ende haben wir mit unserem vorliegenden Gesetzentwurf einen guten Kompromiss gefunden. Und der ist ja jetzt noch in der Beratung. Und wir nehmen eure Anregungen gerne auf. Wir hören uns die Anzuhörenden dann noch an. Und dann werden wir weiter über diesen Gesetzentwurf im Landtag auch reden. Aber ich möchte einfach noch mal betonen, das ist eben genau das Problem. Sobald wir regieren, müssen wir uns sehr konkret mit sowas auseinandersetzen. Und das heißt eben auch am Ende eine Entscheidung treffen, was wird in dem Gesetz stehen, was erlauben wir und was ist vielleicht auch für uns problematisch. Und das ist so, kann keiner bestreiten. Aber das werden wir machen müssen. Eva, wir werden uns verhalten müssen. Die Redezeit ist abgelaufen. Und ich bin fertig. Sehr gut. Also wie ihr auch schon lesen könnt an der Wand, ist der nächste Björn Kanders, der jetzt zu uns spricht für 2 Minuten. Ihm folgt Martina Feldmeier. Liebe Freundinnen und Freunde, da ist auch, natürlich ist da nicht alles schlecht an diesem Gesetz. Ja? Natürlich ist da eine erkennbare grüne Handschrift dabei. Aber liebe Freundinnen und Freunde, bei manchen Punkten gibt es klare Grenzen und da ist es dann tatsächlich so, ja, es gibt nicht sowas wie ein bisschen Folter. Ja? Wir können nicht Leute foltern und ihnen dabei eine Sonnenblume um den Hals hängen und dadurch wird es dann irgendwie mit einer grünen Handschrift. Das ist eine grundlegende Grenzüberschreitung, die wir hier haben. Ja? Wir tangieren damit die Sicherheit der digitalen Sphäre in ganz grundsätzlicher Art und Weise mit einer Technologie, die wir nicht kontrollieren können, die die Richter nicht adäquat kontrollieren können, kontrollieren sollen, wo ich bei allem Respekt auch wir alle, glaube ich, bei realitätsnaher Betrachtung zu Recht zweifeln können, ob wir jetzt bereits so weit sind in der Digitalisierung, ja, dass das parlamentarische Kontrollgremium so umfassend ausgestattet wird, um diese komplette Schadsoftware entsprechend zu durchleuchten. Liebe Freundinnen und Freunde, wir sind in der Thematik einfach noch nicht so weit. Als Grüne machen wir uns Gedanken über die Technologie, die wir verwenden. Wir machen uns Gedanken über die Spätfolgen der Technologie. Und so können wir das einfach nicht machen. Nicht mal die NSA hat ihre Schadsoftware sicher speichern können. Ja? Wurde nach Hause genommen, dann wurde sie nach Russland geschickt und jetzt liegt sie bei Russland. Liebe Freundinnen und Freunde, ich glaube nicht, dass der Hessische Verfassungsschutz in absehbarer Zeit, und ich wünsche dem da alles Gute, da technisch besser sein wird als die NSA. Wir schaffen damit wirklich mehr Risiken. Wir schaffen mehr Risiken, als wir verhindern. Von der Perspektive der Sicherheitsbehörden aus gesagt, ihr wollt Licht ins Dunkel der verschlüsselten Kommunikation bringen. Das verstehe ich. Die Frage werden wir beantworten müssen. Aber liebe Freundinnen und Freunde, wir können nicht Licht ins Dunkel bringen, indem wir den Wald niederbrennen. Und das ist genau die Richtung, geht das. Wir müssen uns hier grundsätzlich positionieren. Danke. Vielen Dank. Jetzt hat das Wort Martina Feldmeier, gefolgt von Christoph Gahr, Kreisverband Darmstadt-Dieburg. Liebe Freundinnen und Freunde, ich finde es wichtig, dass wir uns heute kritisch mit diesem Gesetzentwurf auseinandersetzen.
Es wurde schon gesagt, dieser Gesetzentwurf trägt eine klare grüne Handschrift und ich glaube, wir Grüne brauchen uns da auch nicht zu verstecken. Es geht um den schwierigen Abwägungsprozess zwischen Bürgerrechten und zwischen Sicherheit. Und es sind schon sehr viele gute Argumente ausgetauscht worden. Ich finde, wir sollten auch fair bleiben dabei. Was bisher noch nicht beantwortet worden ist, die Frage derjenigen, die gegen den Gesetzentwurf sprechen. Was machen wir, damit auch schwere Straftaten aufgeklärt werden können, die mittels WhatsApp vorbereitet werden? Dafür habe ich noch keine einzige klare Antwort gefunden. Und es kann doch nicht sein, dass Straftaten erfolgreich oder nicht erfolgreich sind oder aufgeklärt oder nicht aufgeklärt werden, nur weil der eine mit WhatsApp hantiert, kommuniziert und die anderen mit SMS. Das kann es doch nicht sein, liebe Freundinnen und Freunde. Die andere Geschichte, die angesprochen worden ist, wie begleiten wir weiter den Gesetzgebungsprozess? Das ist wie immer, das ist offen, ein Gesetzgebungsprozess. Es werden weiter gute Ideen gesucht und auch die Beratungen heute werden sicherlich da auch noch einfließen können in den Gesetzgebungsprozess. Und es wird wie immer auch eine öffentliche Anhörung geben. Dort kann jeder, der möchte, auch Stellung nehmen. Es gibt eine mündliche Anhörung, eine schriftliche Anhörung. Und dort gibt es auch noch Möglichkeiten, wenn man sagt, hier müssen noch weitere rote Linien oder Verbesserungen eingezogen werden, dies zu machen. Und deshalb bitte ich euch, dem Landesvorstandsantrag zuzustimmen. Vielen Dank. Jetzt hat das Wort Christoph Gahr, Kreisverband Darmstadt-Dieburg. Er wird gefolgt von Anke Uhl, Kreisverband Darmstadt. Ja, es geht hier eben nicht nur um den schweren Grundrechtseingriff bei wenigen. Es geht hier nicht darum, um den Richtervorbehalt. Natürlich machen die Richterinnen und Richterinnen alles richtig. Sie vertrauen darauf, dass der Trojaner, der dann gebaut worden ist, verfassungsgemäß funktioniert. Kontrollieren können sie es nicht. Im Moment ist uns nicht bekannt, ob es überhaupt einen verfassungsmäßigen Trojaner gibt. Das heißt, wir reden hier von was, was noch gar nicht gebaut worden ist. Auch hier bringen wir den Waffenproduzenten dieser Cyberwaffen so viel Vertrauen entgegen, dass mir Angst und Bange wird. So, was sind die Alternativen? Die Alternative ist gute, ordentliche, althergebrachte, nachrichtendienstliche Tätigkeit. Was ist denn los mit dem Fall Amri in Berlin? Das war ein Kuddelmuddel. Da hätte auch ein Trojaner nichts geholfen. Ein Trojaner ist ein Stück Software, die spezifisch zugeschnitten werden muss, zum Teil auf die Programme, auf WhatsApp, auf andere Sachen. Und die Rechten und die Leute von der ISIS, das sind keine Idioten, die werden irgendwelche Chats in Spiele benutzen, die werden irgendwelche anderen Möglichkeiten benutzen, dann wird man wieder einen neuen Trojaner machen lassen. Irgendwann hat man dann einen Trojaner, der die Tastaturanschläge vom Computer permanent aufzeichnet und alles irgendwo hinschickt und dann hat man den großen Lauschangriff und das ist dann natürlich auch nicht mehr verfassungsgemäß. Also soll mir erstmal einer sagen, dass man so ein Ding... Christoph, kommst du bitte zum Schluss? Mir soll erstmal einer erklären, dass man so ein Trojaner, wie das Verfassungsgericht es vorsieht, überhaupt bauen kann. Und erst dann können wir über so ein Gesetz abstimmen, was es zulässt, vorher nicht. Vielen Dank. Das Wort hat, wie schon angekündigt, Anke Uhl, Kreisverband Darmstadt, gefolgt von Markus Hintertan, Kreisverband Frankfurt. Ja, hallo. Ihr wisst ja alle, WannaCry ist noch nicht so lange her. Das war da, wo die ganzen Tafeln ausgefallen sind in den Bahnhöfen. Es hat schwerwiegende Folgen hinterlassen und vielleicht uns auch das erste Mal richtig wachgerüttelt, dass es Menschenleben kosten kann, wenn wir nicht die Internetsicherheit pflegen. Es ist uns das erste Mal bewusst geworden, dass das in Krankenhäusern, dass das wichtig ist.
Wir haben in der LAG das Thema bearbeitet. Ich habe danach nochmal mit Kardiologen gesprochen, die auch sagen, ja, wir machen das mittlerweile. Wir brauchen das Internet, wir brauchen ein sicheres Internet. Und das ist auch, denke ich, unsere grüne Wurzel ein Stück weit gewesen. Es sind viele Judos bei der sozialliberalen Zusammenbruch der sozialliberalen Fraktion in unsere Parteien gekommen. Das war wir haben ein gewisses bürgerrechtliches Selbstverständnis. Wir wollen das Internet schützen. Wir wollen die Internetsicherheit. Und so hat Konstantin von Notz argumentiert. Und so hat unsere grüne Justizministerin in Niedersachsen argumentiert. Den fallen wir ja auch noch da in den Rücken. Das ist doch schade. Und es ist vor allen Dingen die Frage, vor einem Landtagswahlkampf, wie stellen wir uns da auf? Jetzt Gerhard Baum ist auf einmal in allen Nachrichten wieder. Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger, die ist damals zurückgetreten, als der große Lauschangriff kam. Leute, stellen wir uns rechts von der FDP auf? Ich bitte euch, nein. Wie schon angekündigt, das Wort hat Markus Hintertan, Kreisverband Frankfurt, gefolgt von Sigrid Clemens-Neumeier, Kreisverband Darmstadt. Denk an die Uhr. Hallo zusammen. Jetzt wurde viel über Eingriffe in Grundrechte geredet. Allerdings ist das Problem viel grundsätzlicher. Und wenn wir uns unser Thema angucken, Zukunft, wird aus Mut gemacht. Wir müssen in die Zukunft blicken. Unsere Zukunft ist digital und in dieser Zukunft macht es sehr wohl einen großen Unterschied, ob man SMS oder Telefon abhört oder aber WhatsApp-Nachrichten liest. Denn um WhatsApp-Nachrichten lesen zu können, muss ein Trojaner auf ihr Android oder iPhone geladen werden, der Sicherheitslücken ausnutzt. Diese Sicherheitslücken werden auf dem Schwarzmarkt gekauft. Der gleiche Schwarzmarkt, der auch von russischen Hackergruppen oder auch israelischen Hackergruppen genutzt wird. Um diesen Schwarzmarkt, wenn wir diesen Schwarzmarkt unterstützen, unterstützen wir gleichzeitig auch den Wettbewerb zwischen den Softwareentwicklern und diesen Hackergruppen. Diesem Antrag können wir nicht so zustimmen, wenn wir die digitale Zukunft wirklich ernst nehmen. Vielen Dank, Markus. Jetzt kommt Sigrid Clemens-Neumeier, Kreisverband Darmstadt. Ihr folgt Marco Guero, Kreisverband Wiesbaden. Ich schließe mich dem, was Christoph Gahr oder Gehr gesagt hat, an im Allgemeinen. Und ich wollte noch mal darauf hinweisen, wie ich die ganze sehe. Ich finde, Sicherheit, über die hier so viel geredet wird, die gibt es nicht. Sicherheit ist ein Ideal wie Gleichheit, Gerechtigkeit und Friede. Da kann man hinstreben, aber wir werden niemals Sicherheit kriegen. Und ich frage mich auch, können wir denn wenn alles überwacht wird, können wir dann wirklich Sachen verhindern oder aufklären? Ich glaube es nicht. Und wir wollen nicht die totale Überwachung. Und die jungen Menschen sowieso nicht. Jetzt, wie gesagt, Marco Guero, ihm folgt Jana Peters, Kreisverband Wetterau. Zunächst aber Marco. Rot geht runter, kennen wir schon. Das war es auch schon. Normalerweise habe ich hier noch nicht geredet, deswegen seht es mir nach, aber diese Frage beschäftigt mich schon und deswegen möchte ich mich auch dazu äußern. Es wurden hier im Wesentlichen die Argumente schon ausgetauscht, deswegen möchte ich mich auf Folgendes beschränken.
Wir haben hier viele sicherheitspolitische Fragen, die in letzter Zeit aufgetaucht sind. Insbesondere seit den terroristischen Anschlägen, seit Amri etc. werden viele Fragen aufgeworfen. Und auch gerade wir Grüne waren da auch auf Bundesebene, wenn ihr euch noch erinnert, vor kurzer Zeit auch unter sehr großem Druck. Und unser Motto ist ja, Zukunft wird aus Mut gemacht. Und ich finde es auch gerade mutig, dass wir Grüne bei so einem sicherheitspolitisch schwierigen Thema, dass wir nicht nur eine Abwehrhaltung einnehmen, sondern dass wir auch aktiv versuchen mitzugestalten. Und was kann Grün für einen Unterschied bei solchen sicherheitspolitisch schwierigen Gesetzen machen? Ich finde, das kann man gerade an diesem Verfassungsschutzgesetzentwurf genau sehen. Wenn ihr euch vielleicht an den Messenger-Gesetzentwurf des Bundes aus dem Sommer erinnert, der sich eben nicht an die vom Bundesverfassungsgericht aufgestellten Voraussetzungen hält. Ganz im Gegenteil, der beschränkt die Überwachung nicht auf schwerste Straftaten, sondern schon auf kleinste Straftaten. Das macht dieser Gesetzentwurf nicht, der beschränkt sich auf schwerste Straftaten. Der hat einen doppelten Richtervorbehalt drin und da sieht man eindeutig die grüne Handschrift und das finde ich persönlich mutig. Und zuletzt wollte ich auch noch sagen, Bürgerrechte und Sicherheit, das sind für mich keine Gegensätze. Sicherheit ist auch ein Menschenrecht und Sicherheit ist auch ein Bürgerrecht. Und deswegen sind wir Grüne, auch was Innenpolitik angeht, meiner Ansicht nach in der Pflicht, auch aktiv mitzugestalten und zu schauen, was können wir rechtskonform, was können wir im Rahmen der Verhältnismäßigkeit, im Rahmen des Grundgesetzes tun, um auch für die Sicherheit zu sorgen. Und ich denke, das war es, was die Fraktion mit diesem Antrag bezwecken wollte. Und das persönlich finde ich mutig. Danke. Vielen Dank. Jetzt kommt Jana Peters dran, Kreisverband Wetterau. Ihr folgt Bastian Bergerhoff, Kreisverband Frankfurt. Hallo zusammen. Ich sage euch ganz ehrlich, ich bin eigentlich nicht wirklich im Thema der digitalen Sicherheit drin, aber diese Neuordnung des Verfassungsschutzes finde ich extrem besorgniserregend. Es ist eine unabsehbare Gefahr, die wir mit so einem Schritt eingehen. Und ich habe mich jetzt wirklich die halbe Nacht darüber informiert und bin wirklich zu dem Entschluss gekommen, dass wir uns bei dieser Abstimmung Gedanken machen sollten und nicht einfach mitstimmen sollten. Denn es gibt bessere Wege, wie auch der Antrag in 5.6 zeigt, zur digitalen Gefahrenabwehr. Und ich habe jetzt auch schon das Argument gehört, dass es ja auch bei den Steuer-CDs in einem Schwarzmarkt gehandelt wird, wo der Staat eben mitmacht. Aber da dienen die Informationen der Gesellschaft. Bei diesem Schwarzmarkt hier, wo die Lücken gekauft werden, durch die dann diese Trojaner auf die Geräte gespielt werden können, ist die Lage andersherum. Der Gesellschaft würde es dienen, die gefundenen Lücken so schnell wie möglich den betreffenden Unternehmen zu melden, damit diese die Lücken schließen können. Und das würde der Gesellschaft dienen. Aber das ist ja gar nicht im Interesse des Staates, wenn er 6- bis 7-stellige Eurobeträge an Steuergeldern für diese Lücken bezahlt hat auf dem Schwarzmarkt. Aber das ist nur einer der vielfältigen Gründe gegen diesen Antrag. Die stehen ja auch alle hier nochmal drauf. Ich glaube, das haben auch viele von euch vielleicht gelesen. Und was ich vorhin zu Angela noch sagen wollte, es mögen ja viele gute Punkte auch in diesem Gesetzentwurf sein, aber der Punkt zur Überwachung und Kauf von Sicherheitslücken ist so nicht tragbar für Grüne. Es ist eben keine Balance, sondern sobald der Trojaner auf dem zu überwachenden Gerät ist, ist er eine digitale Waffe, die Kriminelle im Zweifelsfall nutzen können und der die Chance einräumt, eben auch Beweise zu fälschen. Zum Richterinnenvorbehalt wollte ich noch sagen, dass in den letzten 9 Jahren die fast 14.500 Überwachungsanordnungen der Berliner Staatsanwaltschaft genehmigt wurden. Die letzte Ablehnung gab es 2007. Dankeschön. Vielen Dank, Jana. Das Wort hat Bastian Bergerhoff, Kreisverband Frankfurt. Hat sich ja doch noch gelohnt, dass ich auch für die Fortsetzung der Debatte war. Glück gehabt, als Letzter gezogen. Also, erstens finde ich es richtig gut und wichtig, dass wir uns hier ausführlich Zeit genommen haben für diese Debatte. Das muss man mal sagen. Zweitens finde ich, es sind viele Aspekte, die in dem Verfassungsschutzgesetzentwurf stehen und die mir wichtig sind, ein bisschen kurz gekommen. Deswegen möchte ich nochmal an Sie erinnern. Das sind die in 5.12 am Anfang erwähnten. Ne? Also das ganze Thema sozusagen Lernen aus NSU-Vorfällen, das Thema Richtervorbehalt und ich schließe mich da der
der Marlena gerne an. Ich habe ein hohes Vertrauen in unsere Justiz und ich glaube, das sollten wir auch da draußen erhalten. Das ist auch in der Breite der Bevölkerung vorhanden. Und wenn man das aufs Spiel setzt, schüttet man das Kind mit dem Bade aus. Also das, finde ich, muss man nochmal erwähnen. Und deswegen kann ich zumindest nicht guten Gewissens sagen, die grüne Fraktion sozusagen damit beauftragen, diesen Gesetzentwurf zu versenken. Das schon mal zu den ersten beiden Anträgen. Die Frage der TK-Überwachung. Ich finde die Argumentation sozusagen mit der Bedrohungslage schwierig, auch wenn Evas Wir sind die neue Bedrohungslage ja so nicht gemeint war. Aber das ist schwierig, weil es die Leute vor eine Entscheidung stellt, so nach dem Motto, du bist verantwortlich, wenn du jetzt hier, da und da den Arm hebst für den nächsten Toten bei irgendeinem Anschlag. Das würde ich so nicht argumentieren. Aber gleichzeitig ist es doch richtig, wir haben technologische Veränderungen. Wir haben uns, glaube ich, alle inzwischen, wir haben unseren Frieden damit gemacht, dass es unter entsprechenden Voraussetzungen die Möglichkeit gibt, zum Beispiel das Briefgeheimnis aufzuheben, zum Beispiel das Telefongeheimnis aufzuheben. Und wir reden jetzt über die Frage, wenn in Zukunft niemand mehr einen Brief schreibt und niemand mehr telefoniert, sondern alle nur noch verschlüsselt kommunizieren, wollen wir dann diese Möglichkeiten erhalten? Und da muss ich euch sagen, grundsätzlich bin ich der Meinung, ja. Und dann ist die Frage, unter welchen Bedingungen, Vorbehalte haben wir schon geregelt sozusagen, und die Frage, was sind die Risiken, ne? Nach dem Motto, du kannst den Quellcode nicht einsehen, das kann man, glaube ich, vertraglich regeln. Nach dem Motto, du kannst nicht sicherstellen... Bastian, auch du musst zum Schluss kommen, ja, bitte. Nach dem Motto, du kannst nicht sicherstellen, dass die Programme bei uns bleiben, das kann man nicht, aber die Wahrheit ist, da draußen gibt es das Zeug schon. Da draußen gibt es das Zeug schon. Wir schaffen nichts, was sich dann verbreitet und wir sind schuld. Die Frage ist, kriegen wir Kontrolle auch über diese Geschichten und können wir und wollen wir das als Staat? Und am Ende des Tages komme ich in der schwierigen Abwägung zur Entscheidung. Ich würde 512 unterstützen wollen und ich würde mir wünschen, wir tun das insgesamt. Danke. Vielen Dank. Damit haben wir das, was ausgemacht war, an Rede auch in sehr guter, ruhiger Form. Ich finde, das gebührt allen einen Dank dafür, weil es ja auch emotionales Thema durchaus ist, uns angehört. Ich versuche es nochmal, weil es hier unterschiedliche Erkenntnisse gibt. Der Vorschlag war, und der steht immer noch im Raum, dass wir jetzt die drei Antragsteller, nachdem wir so viele verschiedene Aspekte haben, nacheinander nochmal hören, um dann zu entscheiden, welches der Leitantrag ist und wie wir dann mit den dazugehörigen Änderungen umgehen. Das wäre jetzt, steht jetzt sozusagen zur Debatte, dass wir das jetzt noch anhören. Jetzt haben wir so viel Zeit genommen, jetzt sollte man die auch nochmal zusammenfassen lassen. Meine ich hier persönlich, gibt es da Widerspruch? Hört sich kein... Ja? Also, dann frage ich, wer damit einverstanden ist, dass wir die drei nochmal hören, jeweils 3 Minuten, der hebe die Karte. Na, es ist umstritten, dass wir es beschlossen hätten. Wer ist dagegen? Das ist die Minderheit, wir haben es mit Mehrheit dann so beschlossen, wie vorhin schon mal in dem Paket drin war. Dann machen wir das jetzt so. Und der Erste ist wieder der Peter für den Antrag Nummer 5. Ihr wisst schon. Mit dem Namen und dem Antrag hast du Schwierigkeiten. Ne? Na, ich habe hier so viele Zettel, ich kann mir nicht alles auswendig merken. Also wir machen das korrekt. Ja. Gefragt wurde. Darf ich gut. Peter Löwenstein zum Antrag 5.5. Danke. Du hast das Wort. Gefragt wurde von Eva und anderen, was können wir tun, beziehungsweise wie sieht unser konkreter Vorschlag aus als Gegner des Antrags bzw. des Gesetzentwurfs? Ich sage, lasst uns das Gesetz neu machen. Wir haben fachlichen Input. Ich habe hier eine dreiseitig eng beschriebene Kommentierung vom Chaos Computer Club zu dem Antrag vom Landesvorstand. Ich hätte mir gewünscht, dass wir diesen Input früher in unsere eigene Gesetzgebung als Input der Partei und der fachlichen Experten aus der Partei in die Gesetzgebung mit aufnehmen. Das ist leider nicht der Fall gewesen. Das Gesetz ist uns erst vor 4 Wochen überhaupt fachlich vorgestellt worden, vor genau 4 Wochen. Mein Vorschlag deswegen ist, lasst uns meinen Antrag annehmen und den Gesetzentwurf ablehnen. Eine Prüfung des Gesetzentwurfs, wie er in den anderen Anträgen vorgeschlagen wird, bedeutet nicht, dass der Gesetzentwurf von uns auch tatsächlich abgelehnt wird. Und das ist ein wesentlicher Unterschied.
auf den ich gerne jetzt noch einmal hinweise. Dankeschön. Vielen Dank. So, jetzt, wer spricht jetzt zu 5? 6? Doch nicht Markus. Liebe Freundinnen und Freunde, ich versuche es ganz kurz zu machen. Wir haben jetzt wirklich viel ausgetauscht. Wir sollten nicht aus dem Blick verlieren, dass gleich eine klare Vorpositionierung zu diesem hochstreitigen Thema unserer Landtagsfraktion passiert ist und dass wir hier aber ein hochemotionales und zu Recht hochkontroverses Thema haben. Ich möchte euch bitten, dem Antrag Digitale Gefahrenabwehr statt digitaler Gefahrenquellen zuzustimmen, denn nur mit einem klaren Votum für diesen Antrag kriegt unsere Fraktion und kriegt unser Landesvorstand genug Rückenwind, um dem Ganzen noch Punkt 1 das Schlimmste zu verhindern und Punkt 2 einen stärkeren grünen Stempel aus und zugleich uns für den kommenden Landtagswahlkampf mit einer klaren bürgerrechtlichen Positionierung aufzustellen. Liebe Freunde und Freunde, ich halte das für richtig. Meine Worte sind weitestgehend geschafft. Ich schenke euch 2 Minuten. Danke. Für den Antrag 512 spricht jetzt Matthias Wagner. Liebe Freundinnen und Freunde, Björn hat für die LAG Medien- und Netzpolitik gefragt, in welcher digitalen Welt wollen wir leben und welche Regeln sollen in dieser digitalen Welt gelten. Ich finde, in der digitalen Welt sollen genau die gleichen Regeln gelten wie in der realen Welt. Das, was in der realen Welt strafbar ist, soll auch in der digitalen Welt strafbar sein. Und die Möglichkeiten, die unsere Sicherheitsbehörden haben, schwerste Straftaten, Terroranschläge zu verhindern, die Möglichkeiten sollen in der realen Welt genauso sein wie in der digitalen Welt. Und genau darum geht es in dieser Debatte, liebe Freundinnen und Freunde. Es geht um die Frage, ob die Sicherheitsbehörden zur Verhinderung von schwersten Straftaten Telefon überwachen können, E-Mail überwachen dürfen, SMS überwachen dürfen. Das dürfen sie heute schon, aber Messenger-Dienste wie WhatsApp nicht überwachen dürfen. Und liebe Freundinnen und Freunde, ich finde das nicht logisch. Ich finde das nicht logisch. Wenn wir sagen, unsere Sicherheitsbehörde brauchen Instrumente, um schwerste Straftaten zu verhindern, dann muss das in der realen wie in der digitalen Welt gelten. Und deshalb bitte ich euch um Zustimmung für den Antrag des Landesvorstandes. Liebe Freundinnen und Freunde, diese Frage wird kontrovers diskutiert bei uns Grünen. Das ist richtig. Das, was der Landesvorstand euch vorschlägt und was die Landtagsfraktion als Gesetz hat, damit sind wir aber nicht allein in der grünen Familie. Thüringen, von Grünen mitregiert, hat diese Möglichkeit. Rheinland-Pfalz, von den Grünen mitregiert, hat diese Möglichkeit. Hamburg, von den Grünen mitregiert, hat diese Möglichkeit. Baden-Württemberg, von den Grünen mitregiert, hat diese Möglichkeit. Im Sondierungspapier des Bundes, weil Konstantin von Notz angesprochen ist, ist die Frage der Online-Durchsuchung und der Quellen-TKÜ nicht strittig gestellt. Wir müssen schauen, was rauskommt. Das heißt, hier gibt es einen Meinungsbildungsprozess, weil wir uns alle fragen müssen, welche Instrumente brauchen unsere Sicherheitsbehörden tatsächlich zur Verhinderung von Straftaten. Hier ändert sich was. Aber wir sind die Partei, die auch in der Lage sind, uns in Frage zu stellen und zu fragen, ob wir die zeitgemäßen Antworten geben. Und wir machen uns sicherheitspolitische Debatten nicht leicht, sondern diskutieren sie so differenziert, wie wir es hier gemacht haben. Und deshalb gehört dazu, wir sagen Nein zu massenhafter Überwachung, wir sagen Nein zu anlassloser Überwachung. Aber darum geht es hier in dieser Debatte nicht, sondern es geht darum, ob man für einzelne Leute, die schwerste Straftaten, schwerste Terrorangriffe vorbereitet, ob wir hier unsere Sicherheitsbehörden blind machen oder ob wir ihnen ein Instrument in die Hand geben, die digitale Welt genauso zu behandeln wie die reale Welt. Darum geht es in dieser Debatte und deshalb bitte ich euch um Zustimmung für den Antrag des Landesvorstandes. Ich danke euch. Vielen Dank, Matthias. Jetzt sind wir tatsächlich am Ende der Debatte und wir kommen jetzt in das Entscheidungsverfahren. Ich hatte eingangs schon mal gesagt, da wir ja mehrere Anträge haben
und dazu mindestens zu einem auch eine Reihe von Änderungsanträgen müssen wir zunächst identifizieren, auf welchen Antrag sich oder mit welchem Antrag wir sozusagen ins Detail gehen wollen. Das ist ein Verfahren, was ihr soweit schon teilgenommen habt von der BDK auch sehr gut kennt. Das heißt, wir versuchen jetzt zu identifizieren, welches der sogenannte Leitantrag ist, der auf den sich dann die Änderungen beziehen sollen. So wollen wir das machen, indem wir sozusagen ein Meinungsbild herstellen und schauen, wo die meisten für welchen Antrag sich entscheiden. Ich höre da keinen Widerspruch. Dann ist meine Frage als erstes, wer den Antrag 5.5 von Peter Löwenstein eben nochmal dargestellt zum Leitantrag machen möchte, der hebe jetzt die Hand. Das sind, ich zähle es mal, 1, 2, 3. Gut, wir zählen 16 Stimmen. Wer den Antrag, den Björn Kanders eben noch mal angesprochen hat, zum Leitantrag machen möchte, hebe jetzt die Karte. Gut, wer den Antrag des Landesvorstands zuletzt vorgestellt oder zuletzt besprochen von Matthias Wagner, der hebe jetzt die Karte. Mal wieder sehr dicht beieinander, das stellen wir schon fest. So, jetzt kommen wir langsam ins Schleudern. Wir haben jetzt zwei, also es ist relativ eindeutig, der erste 5.5 waren nicht sehr viele, aber bei dem zweiten und dritten 5.6 und was ist der andere, 5.12 waren mindestens, soweit man das hier sozusagen zählen kann, ungefähr gleich viele. Das heißt, wir sollen es meinen, wenn aufstehen, wird es klarer. Dann machen wir das nochmal für diese beiden Anträge. Also ihr Lieben, dann nehmt die Karte in die Hand, steht auf, das tun wir dann auch. Zu 5.6. Und jeweils ein Antragsteller möge noch mitkommen, um das sein Bild auch zu sagen, hier hoch. 5.6. Zählst du links, du Mitte und ich rechts? Ja, können wir so machen. Also ich zähle die Mitte. In den Gängen stellt euch mal zu einer Seite hin, bitte. Was hast du links?
Also, wir haben gezählt, von uns aus rechts 31, in der Mitte 28 und links 20. Würde zusammen machen, 48 und 31 sind 79. Richtig? War es die Zähl. So, jetzt kommen die anderen. 5, 12. Gleiches Verfahren. Ich wieder, wir zählen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Links 23. Also rechts 34, Mitte 31, links 23, macht zusammen 8, 6, 88. Nach unseren Zählungen kommen wir also auf 79 für 5, 6 und 88 für 5, 12. Das ist, ganz ehrlich sagen sollte, nicht sehr reichlich. Was sagen diejenigen von den Antragstellern? Sehen die ähnlich die Mehrheitsverhältnisse zwischen 5, 6? Ja, das ist dann die Frage, wenn sich der andere... Bitte? Also seid euch einig oder seid euch nicht einig? Ist ja gut, wir fragen erstmal. Gut, ja, okay. Also, wir sind uns nicht einig. Dann nehmen wir jetzt den schönen Stimmzettel Nummer 7. Stimmzettel Nummer 7 müssten alle noch haben. Ich setze mich wieder hin. So, und jetzt müssen wir uns überlegen, wie wir den Antrag sozusagen eindeutig qualifizieren, weil wir ja gegeneinander 5, 6 und 5, 12. Was ist da hinreichend einfach, dass es jeder richtig machen kann? Also der Vorschlag ist Antragsnummer, das heißt 5, 6 oder auch nur 6 würde klar sein, der erste Antrag, zu dem der Björn als letzter geredet hat. Und 12 oder 5, 12 wäre der Antrag Landesvorstand. Hat das jeder verstanden? Dann schreibt bitte. Und wer Nein schreibt, will beide nicht. Das muss in dem Fall dann auch zulässig sein, obwohl wir ja gegeneinander zählen. Und deswegen macht es vielleicht nicht viel Sinn. So, also Stimmzettel Nummer 7. Und auf dem Stimmzettel steht entweder 5, 6 oder nur 6. Für den einen Fall und entweder 5, 12 oder nur 12 für den anderen Fall. Die Abstimmung ist eröffnet. Liebe Frau. Hallo. Liebe Freundinnen und Freunde, es geht sofort weiter. Das Abstimmungsergebnis liegt vor. Vielleicht nähert ihr euch ein bisschen dem Platz etc. pp., was zur Fortsetzung der Debatte notwendig ist. Nach dem mir vorliegenden Ergebnis unserer Zählkommission wurden abgegeben Stimmen 200. Davon waren gültig 198. Eine Enthaltung und eine Nein-Stimmen. Auf den Antrag 5.6 entfielen 101 Stimmen, auf den Antrag 5.12 95 Stimmen. Also
das entschuldigt zumindest unsere Unfähigkeit, hier vorne das Ergebnis bei der Hand aufheben, exakt hinreichend exakt festzustellen. Die Differenz sind, wie gesagt, 6 Stimmen insgesamt bei den beiden Blöcken. Damit ist der Antrag 5.6 zum Leitantrag erhoben. Und deswegen stellt sich jetzt die Frage, gibt es, weil das weiß man ja erst ab dieser Sekunde, werden zu diesem Leitantrag, bis neu jetzt gefundenen Leitantrag, Änderungsanträge, Änderungen gewünscht? Bisher gab es dazu keine. Diese Möglichkeit muss jetzt eingeräumt werden. Wenn jemand da was vortragen möchte, beantragen möchte, kann er oder sie das jetzt tun. Ich schaue um mich, sehe aber niemanden. Gut, damit ist dieser Antrag sozusagen unverändert als der Antrag, den wir jetzt abstimmen. Weil wir haben ja zunächst das Findungsprozess. Deswegen frage ich, wer dem Antrag 5.6 seine Zustimmung geben will, der hebe jetzt die Karte. So, danke schön. Wer den Antrag ablehnt, wer Nein stimmen möchte, hebe jetzt die Karte. Das ist weniger. Das ist eindeutig. Ja. Enthaltungen? Dann stellen wir hier oben einvernehmlich fest, dass die erste die Mehrheit war. Damit ist der Antrag beschlossen. Liebe Freundinnen und Freunde, damit haben wir einen sozusagen ablaufmäßig schweren Brocken der Antragsberatung. Deswegen wollen wir die jetzt unterbrechen, um das, was wir vorhin nicht fertig bekommen haben, nämlich das Paket Wahlen aus Punkt 4, wollen wir jetzt abschließen. Und die erste Reihe hat wieder das Wort. Vielleicht erinnert ihr euch ja noch daran, dass das ein Pausenfüller war, eine Auszählpausendebatte gerade. Und ich eigentlich schon seit gefühlt 3 Stunden das Ergebnis der politischen Geschäftsführung vor mir liegen habe. Bei der Wahl der politischen Geschäftsführung, Jochen Ruoff war unser Kandidat, haben wir 252 abgegebene Stimmen, davon gültig 251, also eine ungültige. Ein Quorum von 126 Stimmen musste erreicht werden. Auf Jochen Ruoff entfielen davon 217 Stimmen. Insgesamt 30 Menschen haben mit Nein gestimmt, sodass Jochen gewählt ist. Jochen, nimmst du deine Wahl an? Dann darf ich dich beglückwünschen. So, jetzt müsst ihr ja den ganzen Vorstand hochbitten oder unter Verabschiedung machen des Alten. Und dann darf ich den gesamten Landesvorstand einmal auf die Bühne bitten. Foto. Fast hätten wir einen neuen Schatzmeister gebraucht. So, liebe Freundinnen und Freunde, wir haben damit ja
einen kompletten neuen Landesvorstand für die nächsten beiden Jahre gewählt. Und das heißt, wir müssen jetzt auch einige verabschieden, die leider dem künftigen Landesvorstand nicht mehr angehören werden. Und die allererste, die ich dazu auch zu uns herauf bitten möchte, ist die Dani, unsere langjährige Landesvorsitzende. Dani, wir haben uns erlaubt, da mal eine kleine Collage zu machen. Die Dani war ganz oft die Erste. Ihr politisches Engagement hat in der Friedensbewegung, in der Kinderladenbewegung und gegen die Startbahn West am Frankfurter Flughafen begonnen. Sie gehörte 1985 bereits zur ersten grünen Fraktion in der Darmstädter Stadtverordnetenversammlung, war damals die einzige Frau in der Fraktion. Von 85 bis 87 und von 89 bis 1994. Dani war die erste weibliche Dezernentin, die die Stadt Darmstadt jemals hatte. 12 Jahre lang Dezernentin für Schule, Kindertagesstätten, Wohnen, interkulturelle Angelegenheiten, Frauen und dann auch noch Umwelt- und Naturschutz. Wahnsinn. Dani war diejenige, die das interkulturelle Büro in Darmstadt zu einer Zeit gegründet hat, als solche Büros in anderen Städten und Kommunen noch Neuland waren. Und sie war diejenige, die dafür gesorgt hat, dass freie Träger für Kindertagesstätten ganz besonders unterstützt werden. Dani, du warst ganz oft die Erste. Und du warst auch die Erste, die zu ganz unterschiedlichen Zeiten zweimal Landesvorsitzende der Hessischen Grünen war. Das hat, glaube ich, sonst bisher noch niemand geschafft. Einmal von 1999 bis 2001 und dann jetzt von 2013 bis 2017. Und damit, ich habe keinesfalls vor, diese Abschiedsrede zu so einer Art Nachruf werden zu lassen. Das ist ja immer die Gefahr, wenn man so eine Rede hält. Deshalb will ich von diesen wichtigen biografischen Sachen mal ein bisschen wegkommen und will was darüber erzählen, wie das so war in den letzten 4 Jahren mit Dani als Landesvorsitzender. Wir haben dieses Amt ja gemeinsam übernommen 2013, direkt an dem denkwürdigen Dezembertag im Frankfurter Stadtwerke-Casino, als wir mit über 1.100 Mitgliedern den Koalitionsvertrag beschlossen haben. Die Landesvorstandswahl hat dann nur noch einen Bruchteil dieser Zahl interessiert, aber wir sind sozusagen sofort ins kalte Wasser geworfen worden, denn wir waren damit auch Mitglied der Koalitionsrunde für die Partei, Mitglied der Koalitionsrunde mit der CDU in einer völlig neuen Konstellation. Mittlerweile kommt einem das manchmal ja schon so vor, es gibt es ja jetzt eh überall, siehe Schleswig-Holstein, siehe Baden-Württemberg. Damals waren wir die Ersten in einem Flächenland. Und liebe Dani, diese Arbeit mit dir, die hat mir jedenfalls über all die Jahre nicht nur wahnsinnig großen Spaß gemacht, sondern sie war immer fair. Man hört ja gelegentlich von Doppelspitzen anderswo, dass das nicht ganz so reibungslos und fair ist zwischen den beiden Personen. Und Dani, ich finde es wirklich schade, dass die Zusammenarbeit jedenfalls als Landesvorsitzende jetzt endet, weil du bist jemand, mit dem man immer Pferde stehlen konnte. Und ich hoffe sehr, es springt dabei für dich am Ende nicht nur mehr Zeit in Berlin raus, sondern vor allem auch mehr Zeit für deine Lieblingsbeschäftigung,
Die heißt Emil. Emil ist jetzt keine Konkurrenz zum Jochen, der, das wisst ihr, sondern Emil ist Dannys Enkel. Und Emil macht Dani wahnsinnig viel Spaß und ich hoffe dabei, für ihn hast du noch mehr Zeit vielleicht als bisher. Ich werde dich auf jeden Fall vermissen. Dankeschön. Kleines Präsent mit einem schönen Genussgutschein, würde ich das mal nennen. Findest du garantiert Verwendung. Also wenn es hier nichts mehr zu trinken gibt, es gibt zumindest noch Weißwein. Und der Blumenstrauß für den Jochen dann, oder? Der Blumenstrauß für den Jochen, für den First Husband. Genau. Vielen Dank. Vielen Dank euch. Vielen Dank für eure liebe Verabschiedung aus dem Amt der Landesvorsitzenden. Ich möchte euch allen, der ganzen Partei, für Jahre der Zusammenarbeit danken, aber auch und vor allem meinem Landesvorstand, der Landesgeschäftsstelle. Es war immer fair miteinander, korrekt und vor allen Dingen, es durfte immer mal gelacht werden. Und das hat mir ganz besonders viel Freude gemacht. Und ich möchte mich bedanken bei der Landtagsfraktion, weil die Zusammenarbeit mit der Landtagsfraktion hat wirklich unglaublich gut funktioniert. Und ich habe in der Landtagsfraktion und auch über die Mitgliedschaft in der Koalitionsrunde sogar noch mal ganz viel lernen dürfen. Und ich gebe das nicht auf, weil ich keine Lust mehr habe oder weil ich keinen Spaß mehr gehabt hätte. Ich hätte sogar gern weitergemacht. Aber an dem Sonntagabend war mir klar, was jetzt in Berlin passiert, wird anders aussehen, wird einen anderen Einsatz erfordern und eine andere Präsenz als in der Opposition. Und was in Hessen auf uns zukommt, fordert einen Landesvorstand, der komplett präsent ist und sich auf die Aufgabe konzentriert. Und als ich dann noch gehört habe, dass sie bereit ist, da habe ich gedacht, das ist in gute, super gute Hände gelegt und deswegen hat sich jetzt alles wunderbar gefügt. Ich wünsche euch alles Gute und bitte vergesst nicht, ich bin nicht aus dem Amt in dem Sinn, dass ich jetzt verschwunden wäre. Ladet mich ein in die Kreisverbände. Ich komme sehr gerne in jeden Kreisverband zu jedem Thema. Ihr müsst nur einfach eine Mail schicken und dann machen wir was aus. Vielen Dank. Wollten wir noch die Beisitzerinnen verabschieden. Leider ist die Bettina schon weg, aber die Sabine sitzt noch hier und die Hilde sitzt ganz fleißig da hinten. Vielleicht kommt die auch mal zu uns nach vorne oder nach, wie auch immer man das jetzt sieht von hier aus. Ich fange mal mit der Sabine an. Die Sabine war leider nur kurz im Landesvorstand für 2 Jahre, hat aber ihren Stempel aufgedrückt, ist ja eine leidenschaftliche rechtspolitische Sprecherin und wir wissen, dass es gerade bei den Grünen ganz wichtig ist, dass wir genau diese Kompetenz auch bei uns haben. Sabine war immer, wenn man sie gebraucht hat, war sie da. Das habe ich auch in der Landtagsfraktion gespürt. Wir danken dir sehr für dein Engagement und wir sind eigentlich davon überzeugt, dass du uns noch erhalten bleibst, auch wenn du dann nicht im Landesvorstand bist. Vielen, vielen Dank an dich. Vielen, vielen Dank. Schon 2 Flaschen waren. Vielen Dank. Das wird immer besser. Hilde, komm mal vor. Bettina kriegt von uns natürlich auch ein Geschenk und wird entsprechend verabschiedet. Es geht nicht an ihr vorbei. Wir müssen heute außerdem die Hilde verabschieden. Hilde war seit 2009, also 4 Legislaturperioden des Landesvorstands an Bord über schwierige Phasen. Unter anderem auch beteiligt mit an den Koalitionsverhandlungen, die wir 2013 geführt haben, im legendären Schlangenbader Parkhotel, das glaube ich heute vollkommen leer steht. Damals war es schon sehr leer, aber jetzt ist es vollkommen leer.
Hilde hat ganz viele Ehrenämter. Unter anderem ist sie ja in Darmstadt auch Kreisvorsitzende und Fraktionsvorsitzende. Ich weiß nicht, ob du es noch bist, aber wahrscheinlich vorerst. Sie war, wie gesagt, seit 2009 Mitglied des Landesvorstands und Hilde ist jetzt im Oktober für Tarek in den Landtag nachgerückt, übernimmt dort die Funktion der Sprecherin für Armutsbekämpfung, Demografie, Recht, Senioren und Wohnen und wird geografisch auch für Darmstadt und Offenbach zuständig sein. Insofern hat sie eine große neue Aufgabe und hat sich deshalb aus dem Landesvorstand verabschiedet. Liebe Hilde, wir haben ja über die letzten 8 Jahre auch persönlich durchaus einen engen Draht gepflegt. Du warst für mich immer ein Stück weit der Sensor in der grünen Hochburg Darmstadt. Und nicht nur da, sondern was ich sehr an dir schätze, ist, dass du immer ein direktes Wort pflegst. Vielen Dank, Hilde, für diese 8 Jahre im Landesvorstand. Ja, ich freue mich einfach. Also die vielen Aufgaben hat Kai schon beschrieben und ich freue mich einfach, dass ich herzlich in der Fraktion aufgenommen worden bin. Ich finde, das ist ein unglaublich gutes und diszipliniertes Arbeiten und wer das nicht zu schätzen weiß, der sollte sich mal wieder in die Niederungen der Kommunalpolitik begeben. Dann weiß er, was er an so einer Landtagsfraktion hat. Und vielen Dank für auch die nette Verabschiedung und für die nette Begrüßung. Ich freue mich einfach, dass ich bei den Grünen bin und speziell bei den hessischen Grünen. Auch im Namen des Präsidiums herzlichen Dank für eure engagierte Arbeit in den letzten Jahren. Und wir wollen engagiert weitermachen mit den Länderratsdelegierten. Der Länderrat ist eine Institution auf Bundesebene. Das sage ich deshalb, weil er es uns verpflichtet, nach dem Parteiengesetz diese Abstimmung geheim durchzuführen. Ihr freut euch alle. Ich glaube, an der Stelle ist auch mal ein dicker Applaus für unsere Wahlhelferinnen und Wahlhelfer drin. Und im besten Falle werden uns die Delegierten oder die Vorschläge gleich auf die Wand projiziert. Der Länderrat ist vor allem auch ein Austauschgremium der einzelnen Bundesländer und insofern schicken wir da häufig Menschen aus Regierung und Landtagsfraktion, Landesvorstand hin. Die Liste habt ihr ja noch nicht erhalten, weil auch Mitglieder des neuen Landesvorstandes darauf stehen. Ich verzichte darauf, die Liste in ihrer Gänze vorzulesen. Ihr seht die Namen dort drauf. Im Grunde genommen nicken wir die Liste einfach nur ab, es sei denn, es gibt an der einen oder anderen Stelle Veränderungswünsche, dass jemand von euch Interesse hat, auf einem dieser Plätze noch zu kandidieren. Auch das ist möglich. Gibt es dort spontane Bewerbungen? Das sehe ich momentan nicht. Gibt es jemanden, der nicht den Stimmzettel 8 hat? Das ist nicht der Fall. Auf den Stimmzettel 8 würde ich euch bitten, entweder mit Ja ein Kreuz zu machen, bei Nein ein Kreuz zu machen oder den Stimmzettel komplett leer zu lassen oder bei Enthaltung ein Kreuz zu machen, um sich zu enthalten. Namen schreiben wir logischerweise nicht drauf, sonst müssten wir 19 Stück draufschreiben, das muss nicht sein. Und dann ist der Wahlgang eröffnet. Dann ist der Wahlgang damit geschlossen. Während der Auszählpause haben wir den Bundesfrauenrat auf der Tagesordnung, auch das ein Bundesgremium, auch hier müssen wir geheim abstimmen. Vorher sollen die Kandidierenden die Möglichkeit haben, sich auch vorzustellen. Theoretisch haben sie auch hier 5 Minuten Zeit dafür, eventuell reichen die auch weniger.
Bisher bekannt sind mir die Kandidaturen von Katrin Schleenbecker aus dem Kreisverband Gießen, von Sabine Behrendt aus dem Hochtaunuskreis, von Gabriele Schuchalt-Eike aus Wiesbaden und von Heidi Besas aus der Bergstraße. Wir wählen 3 Delegierte, logischerweise beim Bundesfrauenrat nur Frauen, und danach beliebig viele Ersatzdelegierte. Ich würde euch in alphabetischer Reihenfolge aufrufen und vorher fragen, ob es noch weitere Kandidatinnen für den Bundesfrauenrat gibt. Ich höre keine weiteren Kandidaturen, aber dass Heidi Besas ihre Kandidatur zurückgezogen hat. Damit wären es noch 3 Kandidierende. Und die erste, die das Wort hätte, wäre Sabine Behrendt. Ist die noch da? Ah, da ist sie, wunderbar. So, der rote Knopf. Wo ist der rote Rot Knopf? Rot ist runter. Ach so. Auf rot gedrückt halten, genau. Ja, erstmal ein herzliches Dankeschön an die Anwesenden. Ich weiß das wirklich zu schätzen, dass ihr bis jetzt durchgehalten habt. Wie gesagt, mein Name ist Sabine Behrendt, ich bin Stadtverordnete in Oberursel und Mitglied des Kreisvorstandes Hochtaunus und Delegierte für den Landesfrauenrat. Aus meinem soziologischen und politikwissenschaftlichen Hintergrund heraus möchte ich mit einem Zitat der amerikanischen Bürgerrechtlerin Angela Davis beginnen, die es einmal so formuliert hat: Um zu verstehen, wie eine Gesellschaft funktioniert, muss man die Beziehung zwischen Männern und Frauen verstehen. Schaut man sich nun die Entwicklung der Gesetzgebung in Deutschland zum Beispiel seit den 70er Jahren unter diesem Aspekt an, wird klar, wir verstehen heute schon einiges mehr über diese Beziehung als noch vor ein paar Jahrzehnten. Ja, manches ist mittlerweile so selbstverständlich, dass es uns kurios anmutet, dass es überhaupt einmal anders war. Ich möchte uns diese Entwicklung mit wenigen Meilensteinen kurz vor Augen führen. Die Berufstätigkeit von Frauen. Bis 1977 mussten sie ihren Mann um Erlaubnis fragen. Die väterlichen Vorrechte bei der Kindererziehung wurden erst noch 2 Jahre später vollständig beseitigt und die Vergewaltigung in der Ehe sogar erst 1977, also vor nur 20 Jahren. Das ist alles heute unvorstellbar und es hat sich also sehr viel getan. Und doch läuft es trotz aller Fortschritte nicht wirklich gut. In immer mehr großen Unternehmen gibt es mittlerweile zwar die ein oder andere Frau im Vorstand, aber wenn, dann hat sie oft das Personalressort inne. Und wer hätte es gedacht, die Personalvorstände verdienen meist erheblich weniger als die anderen Vorstandskollegen. Wir kennen das auch aus der Politik, denn wer bekommt das Familienministerium? Ihr ahnt es. Unter den 19 Familienministern bzw. Ministerinnen in der Bundesrepublik Deutschland waren 16 Frauen. Seit 1985 hatten ausschließlich Frauen dieses Amt inne. Nur zum Vergleich, das Familienministerium hat noch nie eine Frau als Chefin betreten. Auch möchte ich behaupten, dass der Kleiderschrank von Frauen nicht in jedem Fall so voll ist, weil sie so extrem modebewusst sind, sondern weil die Anforderung an das äußere Erscheinungsbild von Frauen viel komplexer ist als das von Männern gegenüber Männern. Das trifft offensichtlich auch auf den Bereich Wissenschaft zu. Das musste ich vor kurzem feststellen, als ich einen wissenschaftlichen Kongress zum Thema Digitalisierung der politischen Kommunikation besuchte, also nicht zu einem sogenannten typischen Frauenthema. Unter den 8 eingeladenen Expertinnen waren immerhin 3 Frauen, die, größtenteils mit höchsten akademischen Titeln ausgestattet, ihre tatsächlich große fachliche Kompetenz unter Beweis stellen konnten. Was in diesem Kontext für mich nicht ins Bild passte, waren die High Heels, mit denen sie sich ausnahmslos präsentierten. Der Erfolg einer Frau drückt sich also immer noch in 3 Aspekten aus. Das ist mittlerweile auch der berufliche Erfolg. Sie muss aber auch eine Familie haben und beides natürlich super vereinbaren können. Und sie muss bei all dem immer auch noch gut aussehen. Das alles unter einen Hut zu bringen, wird Frau nicht leicht gemacht. Denn stürzt sie sich in die Arbeit, ist sie die Rabenmutter. Macht sie dagegen eine Familienpause, riskiert sie den Wiedereinstieg in den Job oder zumindest einen erheblichen Karriereknick und so weiter.
Ich habe mir übrigens sagen lassen, dass eine Familienpause, zum Beispiel in den USA, nicht solche negativen Konsequenzen hat wie bei uns. Dort wird die Familienzeit nämlich als Beweis für Organisationstalent und Stressresistenz gewertet. Ich denke, was man aus diesen wenigen Beispielen, die ich hier geben konnte, herauslesen kann, ist, dass nicht nur und vielleicht noch nicht einmal mehr vorrangig die Gesetzgebung für die Benachteiligung von Frauen sorgt, obwohl auch hier sicherlich noch einiges zu verbessern wäre und auch verbessert werden sollte. Vielmehr sind es die Vorstellungen, die Bilder in den Köpfen der Menschen, die festschreiben, wie Frau und Mann zu sein hat. Und diese persistenten, von Rollenklischees geprägten Bilder gilt es immer besser zu erkennen, um, ganz im Sinne der eingangs zitierten Angela Davis, unsere Gesellschaft über die Beziehung von Männern und Frauen verstehen zu können. Denn nur dann können wir sie auch verändern. Ich möchte mich gerne im Bundesfrauenrat für diese Veränderung einsetzen und freue mich, wenn ihr mir dafür eure Stimme gebt. Vielen Dank, Sabine. Als nächstes hat das Wort Katrin Schleenbecker aus dem Kreisverband Gießen. Hallo, ich bin Katrin Schleenbecker und ich möchte, nachdem ich 2 Jahre Ersatzdelegierte war, jetzt Delegierte für den Bundesfrauenrat werden. In meiner Bewerbung habe ich von den alten und neuen Themen der Geschlechtergerechtigkeit gesprochen. Und ja, die aktuellen Debatten um den Punkt, ab wann Informationen über Schwangerschaftsabbrüche Werbung seien, wir haben vorhin einen Antrag dazu gefasst, der neue Aufschrei unter dem Hashtag MeToo, die Altersarmut, die Frauen weit häufiger trifft als Männer, und eine Partei im Bundestag, die der Geschlechtergerechtigkeit den Kampf angesagt hat, machen es für mich umso wichtiger, mich für die politischen Interessen von Mädchen und Frauen einzusetzen. Wenn wir wieder verstärkt Diskussionen über die Rolle der Frau führen, wenn wir sehen, wie die Last der Care-Arbeit noch immer zum größten Teil auf den Schultern von Frauen liegt, wenn man jungen Frauen in der Schule vorschreiben möchte, wie sie sich zu kleiden haben, um keine unangemessenen sogenannten Gefühle bei ihren Mitschülern zu entwickeln, dann wird klar, dass die Debatte noch lange nicht zu Ende ist. Und das, obwohl sie von vielen Frauen und auch engagierten Männern seit langen, langen Jahren und Jahrzehnten geführt wird. Wenn beispielsweise der Equal Pay Day heute als Propagandaaktion verunglimpft wird, müssen wir uns umso stärker für die gleiche Bezahlung von Männern und Frauen einsetzen. Der Lohnatlas hat kürzlich für Hessen ganz differenziert aufgezeigt, wo bei uns hier vor Ort die Lücken zwischen männlicher und weiblicher Bezahlung besonders weit auseinanderklaffen. Hier müssen wir die Frauen stärken, ihre Rechte einzufordern. Es ist an uns, für diejenigen Wege aufzuzeigen, die erzählt bekommen, das ist halt so, das war schon immer so, richt dich doch nicht auf, stell dich doch nicht so an. Und ich weiß, dass ich hier mit euch in einer verdammt guten Tradition stehe, in der sich Frauen wie Männer für Geschlechtergerechtigkeit einsetzen. An den genannten und vielen weiteren Themen will ich für uns Hessinnen und Hessen im Bundesfrauenrat weiter mitarbeiten, die Diskussion in Partei und im ganzen Land wachhalten, die gläserne Decke für die Generation meiner Tochter dünner und dünner machen, bis sie hoffentlich bald ganz zersplittert, damit Kinder, egal welchen Geschlechts, die gleichen Chancen haben, ihre Potenziale zu entfalten und gleichberechtigt heranwachsen und leben können. Dafür bitte ich um eure Stimme. Danke. Vielen Dank, Katrin. Als Letzte hat das Wort Gabriele Schuchalter-Eike aus Wiesbaden. Liebe Freundinnen und Freunde, ich kandidiere erneut. 2015 habt ihr mich wiedergewählt. Insgesamt arbeite ich seit 2003 im Bundesfrauenrat mit und ich war 2005 bis 2010 stellvertretende Sprecherin der BAG Frauen. Im Moment bin ich für die BAG Frauen Ersatzdelegierte. Ich möchte euch zu dieser späten Stunde nicht mit den hoffentlich langen Reden, die sonst immer alle spannend waren, weiter strapazieren, aber ein paar Worte sind vielleicht schon notwendig. Das Thema Gewalt an Frauen
ist ein ganz großes, im Moment gerade aktuell, es wurde von Katrin erwähnt, die Kampagne MeToo. Und diese Kampagne zeigt, es gibt noch viel zu tun. Deswegen ist die Mitarbeit in den frauenpolitischen Gremien absolut notwendig. Ein anderes Kapitel ist die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Ihr wisst alle, die ihr Kinder habt, dass das kein Zuckerschlecken ist. Und ich kann euch sagen, bei mir war es definitiv keins. Meine Tochter ist mittlerweile jetzt 27, aber ich als alleinerziehende Mutter und immer voll berufstätig, ich weiß, wie es ist, wenn man Kinderbetreuung absichern muss. Und da haben wir auch noch Nachholbedarf im 2017. Es ist so, dass überall noch nicht umgesetzt wurde die Betreuung für die unter Dreijährigen. Entgeltgleichheit, ganz großes Thema. Frauen verdienen grundsätzlich weniger, egal in welcher Branche sie arbeiten, egal in welcher Hierarchieebene sie tätig sind. Sie sind einfach die Verliererinnen, wenn es um gleiches Entgelt für gleichwertige Arbeit geht. Wir brauchen Tarifverträge, die nicht mehr diskriminieren. Wir brauchen aber auch vor allen Dingen Frauen, die dafür kämpfen. Und das will ich weiter tun. Leider ist es so, dass die Benachteiligungen, die struktureller Art sind, Frauen überall additiv sich verhalten und sozusagen mehrfach diskriminieren. Wenn ich schon weniger verdiene, dann teilzeittätig bin und letztendlich aufgrund von Kindererziehung, Care-Arbeit, Haushalt und so weiter viele Ausfallzeiten habe, dann ende ich sozusagen stringent in der Altersarmut als Frau. Ich möchte euch mal eine Zahl nennen, die man sich auf der Zunge zergehen lassen muss. Die Durchschnittsrente einer Frau in Deutschland beträgt 530 Euro. Die Durchschnittsrente eines Mannes in Deutschland beträgt über 1000 Euro. Das heißt, Frauen kriegen die Hälfte im Schnitt. Es gibt solche und andere, aber im Schnitt. Deswegen ist es auch wichtig, dass wir Frauen uns dafür einsetzen, dass wir wegkommen von einer partnerschaftlichen Veranlagung im Steuerbereich. Die Steuer als Individualbesteuerung ist sinnvoll und notwendig, um Frauen in ihrer Gleichberechtigung und in ihrer Gleichstellung weiter voranzubringen. Ein anderer Punkt ist Bildung. Das Thema Bildung, ihr wisst es alle, Mädchen haben einen Bildungsvorsprung. Mädchen machen die notenmäßig besseren und qualitativ von der Abschlusshöhe, wo sie abschließen, besseren Ergebnisse als Jungs. Aber sie setzen es nicht beruflich um. Warum? Sie wählen in der Regel 10 Ausbildungsberufe aus einem bunten Strauß von 300 bis 400 Ausbildungsberufen, die existieren. Und sie sind nicht in der Lage, dieses dann in den Berufen, die sie aussuchen, ihr kennt sie alle, Floristin, Kindergärtnerin, Erzieherin, wir haben den Bereich Arzthelferin, wir haben die ganzen Pflegeberufe. Das sind alles Branchen, die nicht gut bezahlt werden und die auch keine Karriere- und Aufstiegsmöglichkeiten bieten. Das heißt, einmal Arzthelferin, immer Arzthelferin, sie bleiben da, wo sie sind und sie haben dann die Nachteile im Alter davon. Steuerpolitik hatte ich schon gesagt. Ein anderer Punkt ist mir als Biologin noch ganz wichtig. Ich stehe natürlich für Umwelt- und Verbraucherschutz und ich habe in diesem Zusammenhang auch ein Anliegen, das wir alle als Frauen total umsetzen können. Wir müssen nur etwas bewusster damit umgehen. Frauen sind in der Regel mehrheitlich für Ernährung zuständig. Das heißt, Frauen haben ein unheimliches Einflussvermögen auf den Markt und auf die Strukturen. Ja, gerne. Also, was ich damit sagen will, Frauen sind diejenigen, die eine gesunde Ernährung aktiv beeinflussen können und von daher können sie sich einsetzen für die Sachen, die uns wichtig sind. Keine Massentierhaltung, keine großflächigen Anbaugebiete, die nicht bio sind, sondern
ökologischer Landbau und Verbraucherschutz, das sind mir auch Anliegen. Und wir haben als Frauen Einfluss dafür und ich will mich auch dafür einsetzen. Vielen Dank. Vielen Dank, Gabriela. Es liegen uns keine Fragen vor. Haben alle hier Anwesenden Wahlzettel Nummer 9? Das sieht so aus. Ihr könnt bis zu 3 Stimmen vergeben, beispielsweise alle 3 Namen Sabine, Gabriela und Katrin auf den Stimmzettel draufschreiben oder auch einzelne Namen weglassen, um ein Nein kundzutun, den Stimmzettel leer lassen, um eine Enthaltung kundzutun. Der Wahlgang ist eröffnet. Falls jemand noch nicht auf dem Weg zum Wählen ist, wäre jetzt ein guter Zeitpunkt aufzustehen. Gibt es noch Menschen, die ihre Stimme noch nicht abgeben konnten? Einer hat meine Aufforderung zum Aufstehen wahrgemacht. Gibt es noch Menschen, die ihre Stimme nicht abgeben konnten? Das ist nicht der Fall, der Wahlgang ist geschlossen. Ich darf euch das Ergebnis der Länderratsliste bekannt geben. Insgesamt abgegebene Stimmen sind 114, davon ist eine ungültig. Mit Ja haben gestimmt 107 Personen, Nein haben 5 Menschen gesagt. Somit ist der Länderrat in der vom Landesvorstand vorgeschlagenen Version angenommen. Wir kommen zu den stellvertretenden Bundesfrauenratsdelegierten. Wir können hiervon letztlich so viele benennen, wie wir das gerne tun würden. Mir liegen aktuell 4 spontane, nehme ich mal an, Bewerbungen vor, von Sabine Häuser-Eltgen, von Sigrid Erfurt, von Janina Zimmermann und von Katrin Anders. Gibt es weitere Bewerbungen für die stellvertretende Bundesfrauenratsdelegation? Das ist aktuell nicht der Fall. Möchten die Kandidierenden etwas zu ihrer Kandidatur sagen? Es ist insbesondere auch deshalb möglich, weil wir eh warten müssen, bis die Stimmen ausgezählt sind. Die wir offen wählen? Alles klar. Okay, dann machen wir das. Dankeschön. Wir können offene Abstimmungen vorziehen und ich möchte beginnen mit der Wahl des Landesschiedsgerichtes. Das Landesschiedsgericht als Landesinstitution können wir offen wählen. Ohne geheime Abstimmung gibt es Widerspruch dagegen, dass wir eine offene Wahl durchführen. Das ist nicht der Fall, dann tun wir das so. Es gibt eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden für dieses Landesschiedsgericht. Mir liegt eine Bewerbung von Holger Tanski aus dem Kreisverband Offenbach-Land vor. Gibt es weitere Bewerbungen? Das ist nicht der Fall. Ist Holger Tanski anwesend und möchte etwas zu seiner Kandidatur sagen? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir in die Abstimmung. Wer Holger Tanski in seinem Amt bestätigen möchte, den bitte ich um das Kartenzeichen. Dankeschön. Gibt es Gegenstimmen? Enthaltungen? Dann haben wir Holger Tanski einstimmig zum Vorsitzenden gewählt. Herzlichen Dank. Wir wählen außerdem 2 Beisitzerinnen oder Beisitzer. Mir liegt eine Bewerbung von Monika Becker-Heimann aus dem Kreisverband Frankfurt vor. Gibt es weitere Kandidaturen? Von Andreas Kiesmehl. Möchte Andreas oder Monika etwas zur Kandidatur sagen? Das ist nicht der Fall. Es gibt da noch hier eine Bereitschaft schriftlich. Ja. Bitte? Wo denn? Daniel Köhler. In meiner Liste steht noch Daniel Köhler. Ah, hier. Das habe ich übersehen. Verzeihung, ich habe noch Daniel Köhler aus dem Kreisverband Hochtaunus, der sich bereit erklärt hat. Möchtest du trotzdem kandidieren, Andreas? Okay, wunderbar. Wir haben 2 Kandidierende, Monika Becker-Heimann und Daniel Köhler. Wer den beiden, oder wir fragen einzeln ab, das ist besser, wer ist für Monika Becker-Heimann? Das sieht gut aus. Gibt es Gegenstimmen gegen Monika? Das ist nicht der Fall. Enthaltungen? Wunderbar. Wer ist für Daniel Köhler? Gibt es Gegenstimmen zu Daniel Köhler? Enthaltungen? Dann haben wir beide einstimmig als Beisitzerinnen in das Landesschiedsgericht gewählt.
Dann haben wir zwei stellvertretende Beisitzerinnen und Beisitzer zu wählen. Ich habe hier vorliegen Ivan Gregoritsch, würde ich es mal vermuten, aus Offenbach-Stadt und Christa Weyraus aus dem KV Odenwald. Gibt es weitere Kandidaturen? Das ist nicht der Fall. Möchten die Kandidierenden etwas zu ihrer Kandidatur sagen? Auch das ist nicht der Fall. Dann kommen wir... Was denn? Ich habe ja auch nicht ewig Zeit hier. So. Wer Ivan Gregor... Dings da? Ivan Gregoritsch zustimmen möchte, den bitte ich um das Kartenzeichen. Dankeschön. Gibt es Gegenstimmen? Enthaltungen? Dann haben wir Ivan einstimmig gewählt. Wer Christa Weyrauch zustimmen möchte, den bitte ich um das Kartenzeichen. Gibt es Gegenstimmen? Enthaltungen? Dann haben wir auch Christa einstimmig als stellvertretende Beisitzerin gewählt. Herzlichen Dank. Ja, Verzeihung, ich bin zu schnell für das Protokoll. Ach so. Wir kommen zur Finanzkommission. Die Finanzkommission ist der kleine Landesfinanzrat und besteht aus 4 Mitgliedern auf Vorschlag des Landesfinanzrates. Und die Finanzkommission tritt zusammen, wenn der Landesfinanzrat nicht zusammentreten kann, aber irgendwas ganz Wichtiges ansteht. Es gibt einen Vorschlag, nehme ich mal an, für dieses Gremium. Gibt es jemanden, der das vortragen kann oder mir an die Wand projizieren kann? Ist zufällig ein gewisser Martin Kirsch im Raum, der irgendwas zur Finanzkommission sagen kann? Tack. Ja, ich bitte darum. Okay, also, liebe Freundinnen und Freunde, es ist auch für mich schon etwas später. Ich will folgende 4 Mitglieder für die Finanzkommission vorschlagen. Und zwar Andrea Sauer aus dem KV Kassel-Land, die Eva Moos aus dem KV Darmstadt, den... Joachim hier aus dem KV, Joachim Nickel aus dem KV Main-Kinzig-Kreis hier und zu guter Letzt noch den Schatzmeister aus Marburg, den Hans-Werner Seitz. So, ich bitte um eure Zustimmung zu diesem Vorschlag für die Finanzkommission. Wer diesem Vorschlag zustimmen möchte, den bitte ich um das Kartenzeichen. Gibt es Gegenstimmen? Sebastian, Arm runter. Keine Gegenstimmen. Gibt es Enthaltungen? Das ist nicht der Fall. Dann haben wir diesem Vorschlag einstimmig zugestimmt. Herzlichen Dank. Wir kommen zur Rechnungsprüfung. Auch das können wir offen abstimmen. Mir liegen 2 Kandidaturen vor, von Matthias Schimpf aus der Bergstraße und Eva Goldbach aus dem Vogelsberg. Sie haben auch beide schriftliche Bewerbungen auf den Seiten 64 und 65 des Readers eingereicht. Möchtet ihr etwas zu eurer Kandidatur sagen? Klammer auf, die Antwort ist nein. Das trifft sich gut. Wer Eva Goldbach als Rechnungsprüfung zustimmen möchte, den bitte ich um das Kartenzeichen. Gibt es Gegenstimmen? Enthaltungen? Dann haben wir Eva Goldbach einstimmig als Rechnungsprüferin bestätigt. Vielen Dank. Und dann haben wir Matthias Schimpf. Wer ihm als Rechnungsprüfer zustimmen möchte, den bitte ich um das Kartenzeichen. Gibt es Gegenstimmen? Enthaltungen? Dann haben wir auch Matthias einstimmig als Rechnungsprüfer gewählt. Ich merke es, jetzt habe ich ihn, winke, winke. Also ich kann zu später Stunde euch, glaube ich, noch eine kleine Freude machen. Wir sind ja mit der Antragsberatung noch nicht ganz am Ende, weil es gibt noch ein Antragspäckchen, was noch nicht beraten worden ist. Das sind die kurzgefasst Dieselanträge 516, 517 und 519. Und ich habe mich mit den Antragstellern oder ihren Vertretern dahingehend verständigt, dass alle mit einverstanden sind, diese Anträge auf den nächsten Parteirat zu vertagen, sodass wir heute
sodass wir sie heute nicht mehr befassen müssen. Und dann stelle ich noch was Zweites fest. Ich habe ja schon bei Versammlungen öfters hier oben gesessen. Früher war es noch eine interessante Mitteilung. Heute hat durch mobile Datenendgeräte jeder selber viel früher die Mitteilung, wie die gesamttägliche Bundesliga ausgegangen ist. Deswegen kann man die sich jetzt hier auch ersparen. Ihr habt sie ja alle selber auf eurem Gerät, könnt sie nachgucken. In diesem Sinne bin ich jetzt hier oben fertig und dafür auch ganz dankbar. Wir sind noch nicht fertig und warten noch auf das Ergebnis des Bundesfrauenrates, müssen dann, um euch einen kleinen Ausblick zu geben, noch die stellvertretenden Delegierten in einer geheimen Abstimmung wählen. Und danach steht noch der Finanzpunkt an. Wir müssen uns also die Bilanzgewinn- und Verlustrechnung, den Bericht der Rechnungsprüfung, die Entlastung und Aussprache für den Landesvorstand, den Haushalt 2018, sowohl die Stellungnahme des Landesfinanzrates dazu, sowie die Beschlussfassung dann über den Haushalt 18 antun. Ich habe jetzt glücklicherweise so einen Knopf, da steht oben an und unten aus. Der ist, glaube ich, für dieses Mikro. Den wollte ich den ganzen Tag schon mal ausprobieren. Ich habe leider auch nichts mehr, was ich jetzt noch vorziehen könnte, deswegen sitzen wir jetzt ein bisschen doof hier rum. Aber das Ergebnis ist ja gleich da, oder? Also, so schwer kann es ja nicht sein. Also mein Kenntnisstand ist der, dass Jochen sofort mit dem Ergebnis kommt. Wir wollen im Haushalt nichts kürzen. Ein Traum. Herzlichen Dank. Ich habe hier sehr viele Namen draufstehen, die gar nicht kandidiert haben. Egal. Sabine, ich habe 104 abgegebene Stimmen. Wir hatten ja 3 Kandidierende für den Bundesfrauenrat. Auf Sabine Behrendt entfielen 96 Stimmen, auf Katrin Schleenbecker 97 und auf Gabi Schuchalter-Eike 85. Mit Nein haben 8 Personen gestimmt, sodass alle 3 Kandidierenden gewählt sind. Herzlichen Glückwunsch. Sabine, nimmst du die Wahl an? Wo ist sie? Sehr schön, vielen Dank. Katrin, nimmst du die Wahl an? Herzlichen Dank. Und Gabi, nimmst du die Wahl auch an? Wunderbar. Haben alle Anwesenden den Stimmzettel Nummer 10 vor sich liegen? Das scheint der Fall zu sein. Ich würde darum bitten, dass wir nochmal die 3 oder 4 Namen der stellvertretenden Bundesfrauenratskandidatinnen aufrufen. Sabine Häuser-Eltgen, Sigrid Erfurt, Janina Zimmermann und Katrin Anders. Ihr könnt auch hier bis zu 4 Stimmen vergeben, könnt also beispielsweise alle Namen draufschreiben, um zuzustimmen, könnt einzelne Namen weglassen, um mit Nein zu stimmen oder den gesamten Zettel leer lassen, um euch insgesamt zu enthalten. Ich glaube, ein einziges Ja-Kreuz geht auch. Können wir die Namen nochmal an die Wand projizieren von den 4? Sabine, Sigrid, Janina und Katrin. Die Vornamen reichen ja auch. Ja.
okay. Okay. Ja, ich habe gerade vernommen, dass das Wahlergebnis, das ich eben verlesen habe, falsch war. Es sind trotzdem alle drei gewählt, das ist nicht so schlimm, aber ich gebe euch gleich nochmal die richtigen Zahlen durch. Frage ist nur, ob wir jetzt auch Wahlboxen haben. Hier stehen alle Wählerinnen und Wähler schon sehr vorbildlich. Schlange. Und sobald die Wahlboxen dann bereitstehen, ist der Wahlgang auch eröffnet. Ja, Herrgott, also ich meine, ich will ja auch noch nach Hause kommen, ne? Ich brauche ja noch 3 Stunden nach Hause. Ja, da habe ich doch gesagt, neben Kassel. Gibt es noch Menschen, die ihre Stimme abgeben möchten? Gibt es außerdem noch jemanden? Das ist nicht der Fall, dann ist der Wahlgang geschlossen. Das war übrigens unsere letzte schriftliche Wahl. Ja. Und wir steigen ein in den Punkt Finanzen. Den Mindestbeitrag haben wir vorhin schon beschlossen abzuschaffen. Und ich übergebe das Wort an unseren Landesschatzmeister zur Bilanzgewinn- und Verlustrechnung sowie zum Soll-Ist-Vergleich 2016. Und bevor ich das Wort an Martin erteile, verkünde ich noch einmal die korrekten Wahlergebnisse von eben. Du darfst dir das Pult schon mal einstellen. Also, Nein-Stimmen hatten wir 8, 104 insgesamt abgegebene Stimmen. Auf Sabine Behrendt entfielen 96, auf Katrin Schleenbecker 97 und auf Gabi Schuchalter-Eike 85. So, alle gewählt, alle haben auch schon angenommen. Bitte schön, Martin. So, liebe Freundinnen und Freunde, ich werde jetzt versuchen, mich kurz zu fassen. Wir haben hier zum Jahr 2016 zwei Sachen, eine Gewinn- und Verlustrechnung, einmal der Soll-Ist-Vergleich. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist, ich sag mal, mehr die buchhalterische Richtung, sprich, da wird halt auch teilweise streng aufs Jahr geschaut, während beim Soll-Ist-Vergleich teilweise übers Jahr hinausgerechnet wird, zum Beispiel wenn es um Wahlkampfkosten geht oder sowas. Letzten Endes, am Ende ist aber das gleiche Ergebnis, was das Reinvermögen angeht, es kann aber was den Gewinn angeht und so weiter, da kann es leichte Unterschiede geben. Soll-Ist-Vergleich 2016, gehe ich auf die wesentlichen Sachen ein. Bei 1.2, die Zinserträge sind höher ausgefallen, weil kurzfristig gab es höhere anlegbare Überschüsse und weiterhin hat auch Nordrhein-Westfalen kurzfristig nochmal einen kleinen Kredit bei uns aufgenommen gehabt und diese Zinsen sind eben dann dementsprechend höher gewesen. Bei Mandatsregelnabgaben sind eben beim Überschuss wegen der 1.4 Vertrieb, der Überschuss ist bei der Kommunalwahl entstanden, die Kreisverbände haben einen sehr guten Wahlkampf, sehr engagierten Wahlkampf gemacht, haben mehr Material bestellt, als wir angenommen haben und daher haben wir natürlich mehr Einnahmen erzielt. Punkt 1.9, Untervermietung, das sind 400 Euro dazugekommen, die wir dem armen Kreisverband Wiesbaden abknöpfen für Kellerräume, die bei uns mietet. 1.12, Spendensponsoring, seht ihr, dass wir über 100% mehr eingenommen haben als geplant. Das liegt zum einen am Holger, unserem Fundraising-Mitarbeiter, der sehr gute Arbeit leistet. An dieser Stelle vielen Dank an diesen. Zum anderen aber auch an spendenbereite Einzelpersonen, insbesondere auch aus den Bereichen der Fraktionen, die über die Mandatsabgabe hinaus noch Einzelspenden leisten. Bei den Ausgaben. Werdet ihr sehen, dass 2.1 die LAG und BAG wieder massiv überschritten wurden. Das liegt daran, dass momentan diese für 2016 noch die Reisekosten zu den BAG mit eingerechnet werden. Das ist ab 2017 anders. Da werden die rausgerechnet und beim anderen Punkt untergebracht und die reinen LAG-Kosten, sprich für Veranstaltungen und so weiter, nur noch erfasst werden. Dass es höher wurde als kalkuliert, zeigt, dass die BAG-Delegierten ihre Aufgabe sehr ernst nehmen und auch zu den BAG fahren und teilweise sind auch Kosten in Höhe getrieben worden, weil zum Beispiel parallel Messe waren oder sonst irgendwas in den Veranstaltungsorten. Dann gehe ich weiter zu 2.6, Parteirat, Landesgremien. Da ist mehr ausgegeben worden als geplant, weil die Landeswohlfahrtsverbandwahlen etwas billiger angesetzt worden waren, aber dafür gab es Listenaufstellungen in den Regionalkonferenzen, das hat alles Geld gekostet, deswegen sind etwas mehr Kosten verursacht worden. Bei den Bundesgremien
kann ich jetzt nicht viel Konkretes dazu sagen, weil es auch nicht in unserem Einfluss liegt. Wenn der Bundesverband sagt, im Gremium muss zusammenkommen, dann müssen wir kommen, weil gerufen wurde, da entstehen Kosten oder halt auch nicht. Mal kalkuliert der Ansatz hin, mal nicht. 2013, Landesversammlung, das ist massiv drüber, das ist auch, halte ich auch für wirklich schlecht, weil allein schon die absoluten Zahlen über 31.000 Euro über dem Ansatz sind. Das liegt an zwei Sachen. Wir kalkulieren intern für den Grünen Tag mit ungefähr 10.000 Euro. Der war in Königstein 2016 bei 20.000 Euro. Und die LMV, die in Gießen stattgefunden hat 2016, war zum einen teuer, also allein von der Halle her teuer. Dann war die Halle noch kahl und hässlich, musste auch noch teuer schön gemacht werden. Und wenn zweimal teuer aufeinander trifft, wird es extrem teuer. Und daher an dieser Stelle ein starkes Ziel hinausgeschossen. Wir geloben für die Zukunft Besserung. Bahn 2.15, Mitgliederinfo, also sprich Mitgliederzeitschrift. Wir haben in dieser Mitgliederzeitschrift auch Werbung drin. Auch da hat wieder Holger sehr gute Arbeit geleistet und hat über Sponsoren 2.000 Euro eingetrieben. Und das wird hier eingerechnet. Daher haben wir hier weniger Ausgaben als berechnet. 2.16, Vertrieb, natürlich korrelieren höhere Einnahmen mit höheren Ausgaben, weil man das Material beschaffen muss. Und 2.17 wurden höhere Kosten angenommen aufgrund des Wahlkampfes für Kopien und Porto. Und das ist allerdings dann weniger eingetreten als gedacht. Und dann will ich noch auf einen Fehler hinweisen, der beim Reader passiert ist. In der Spalte 3 und 4 bei der Zeile Solifond, da müssen natürlich bei Abweichungen nicht 0 und bei Prozent 0% stehen, sondern da müssten eigentlich eine Abweichung nach oben stehen. Dies ist eigentlich nur in dieser Zeile. Unten im Gesamtergebnis stimmt die Abweichung. Wir haben in 2016 einen Gesamtgewinn von 77.034 Euro und einem Cent gemacht und damit 4.608,73 Euro weniger als geplant. Das sind 5,64% Abweichung nach unten. Ich denke, das ist bei dem Volumen, über dem wir hier reden, durchaus vertretbar. Vielen Dank. Vielen Dank an dich, Martin, genau in den 5 Minuten, die ich dir gar nicht gesagt habe, dass du sie einhalten sollst. Und wir kommen zum Bericht der Rechnungsprüfung. Wer gibt den, Eva? Wunderbar. Falls es das Wort gleich gewünscht ist zur Aussprache über die von Martin vorgestellte Bilanzgewinn- und Verlustrechnung, dann könnt ihr das bei uns vorne anmelden. Es könnte sein, dass ich die Zettel vernichte. Gut, liebe Übriggebliebene, bevor Matthias Wagner gleich die lange Debatte zum Jahresabschluss eröffnet, will ich kurz den Bericht der RechnungsprüferInnen und Prüfer geben. Also Matthias Schimpf und ich haben am 5. Oktober den Abschluss 2016 geprüft. Wir haben uns die Bilanz-, Gewinn- und Verlustrechnung, die Kontenblätter angesehen. Wir haben uns alle einzelnen Kosten- und Einnahmekonten angeschaut, dazu die Belege. Und wir müssen, wie auch schon im Jahr davor, konstatieren, dass die Buchhaltung und Ablage absolut korrekt und gut gemacht ist. Die beiden Mitarbeiterinnen Jutta und Manuela konnten uns über alles ausreichend Auskunft geben. Und ich möchte mal betonen, wie wichtig das für eine Partei ist, denn es gibt ein Parteienfinanzierungsgesetz. Und bei uns Grünen legen wir großen Wert darauf, dass unsere Finanzierung, aber auch unsere Buchhaltung korrekt ist. Wir sind da absolut sauber. Die Finanzierung ist top. Der Landesverband ist gut aufgestellt. Und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das sind vor allem die zwei Frauen in der Landesgeschäftsstelle, machen das vorbildlich. Und dazu da möchte ich auch mal ein großes Lob an die beiden aussprechen. Und ich danke unserem Landesschatzmeister Martin Kirsch für seine gute Arbeit und freue mich drauf, nächstes Jahr wieder mit euch zusammen einen Tag lang in der Landesgeschäftsstelle zu sitzen. Vielen Dank, Eva, für die Rechnungsprüfung. Ist das Wort an dieser Stelle gewünscht? Gibt es den Antrag auf Entlastung des Landesvorstandes? Und wegen des guten Ergebnisses der Prüfung beantrage ich hiermit die Entlastung Jahresabschluss 2016 des Landesvorstandes.
Danke dir. Es wurde nicht das Wort gewünscht. Wer der Entlastung des Vorstandes zustimmen möchte, den bitte ich um das Kartenzeichen. Gibt es Gegenstimmen? Enthaltungen? Dann haben wir die Entlastung des Landesvorstandes bei wenigen Enthaltungen angenommen. Wir kommen zur Einbringung des Haushalts 2018. Mit einer Redezeit von maximal 5 Minuten. Eieiei, ob ich mich so kurz fassen kann. Es ist alles gut und die Finanzen sind solide, genau. Nein. Vielen Dank für deinen Bericht, Martin. Ich will euch kurz, es sind wirklich noch weniger Punkte als gerade eben bei der Vorstellung des Jahresabschlusses 2016. Im Großen und Ganzen werden die meisten Zahlen werden fortgeschrieben aufgrund von der Zahlen der vorangegangenen Jahre. Kurz noch einige Kleinigkeiten bei den Beiträgen. Das sind die Abführungen, die Kreisverbände an uns als Landesverband machen müssen. Die Tatsache, dass sich die Beiträge erhöht haben, daran seht ihr, dass wir mehr Mitglieder haben. Das ist eine sehr erfreuliche Entwicklung. Die Zinserträge sind nach unten gegangen, weil NRW seinen Kredit zurückgezahlt hat und allgemein gerade eben in der Zinslandschaft sehr wenig zu holen ist. Das wissen wir leider alle sehr gut. 1.3, die Mandatsbeiträge gehen nach oben aufgrund der Tatsache, dass der Landtag die Diäten erhöht hat. Und zum Zweiten, weil es auf Bundesebene bei den Mandatsträgerabgaben eine Sozialregelung gibt. Und die fällt jetzt etwas günstiger aus bei der jetzigen Fraktion und daher haben wir einfach schlichtweg da mehr Einnahmen. 1.4, der Vertrieb ist eben, wie gerade eben schon bei der Kommunalwahl, ein höherer Ansatz wegen Vertrieb von Merchandise auf Neudeutsch gesagt. Und mal schauen, ob wir, ja, es ist eine ungefähre Annahme aus Erfahrung der Vergangenheit. Bei den Ausgaben will ich auf den Punkt 2.1 eingehen, wie ich gerade eben schon gesagt habe. Sind das jetzt hier keine Reisekosten, sondern nur die reinen LRG-Kosten, sprich was wir einplanen, was die LRGen für Veranstaltungen ausgeben oder zur Verfügung haben. Und ich fordere hiermit die LRG nochmal aus, dieses Budget auch auszureizen, weil LRGen auch, ich sage mal, inhaltliche Basisarbeit bei uns in der Partei leisten. 2.3, die Gliederung, das sind die Ausschüttungen der Rücklagen an die Kreisverbände, das ist in Wahljahren mehr, nicht Wahljahren weniger. Wie ihr oben auch seht, wir haben eben Rücklagen gebildet, damit auch immer Geld da ist, um Wahlkämpfe zu führen, nicht alles verjubelt und verprasst wird. 2.10, ihr seht, dass die Landtagswahl mit 800.000 Euro angesetzt ist. Das sind erstens 200.000 Euro mehr, als es ursprünglich mal angesetzt war in der mittelfristigen Finanzplanung. Und darüber hinaus sogar noch mal, war die letzte Landtagswahl bei 550.000 Euro. Ihr seht, wir wollen wirklich alles machen, um unser Ergebnis zu verteidigen und zu verbessern und dass wir alle Mittel in die Hand nehmen, die wir zur Verfügung haben. Also wir haben mehr zur Verfügung, aber alles, was geht und sinnvoll ist. Und 2.17 ist wieder der Punkt mit der Landesgeschäftsstelle. Wir haben ein Wahljahr, Landtagswahl, wir rechnen mit mehr Porto- und Kopierkosten, deswegen eine Erhöhung des Budgets der Landesgeschäftsstelle. Gibt es zum Haushalt 2018 Fragen? Gut, dann muss es über den Haushalt abgestimmt werden. Darf ich ganz kurz? Zunächst mal muss ich dem Landesfinanzrat die Möglichkeit geben, zum Haushalt Stellung zu nehmen. Alles klar. Ein Hinweis noch, die mittelfristige Finanzplanung nehmen wir zur Kenntnis. Den Haushalt müssen wir beschließen. Wer dem Haushalt zustimmt, den bitte ich um das Kartenzeichen. Gibt es Gegenstimmen? Das ist nicht der Fall. Enthaltungen? Bei einer Enthaltung haben wir den Haushalt angenommen. Herzlichen Dank. Ich bedanke mich. Als letzte Amtshandlung des Präsidiums darf ich euch noch die stellvertretenden Bundesfrauenratsdelegierten verkünden. Wir haben 58 abgegebene Stimmzettel. Ihr merkt, die Bereitschaft hier sinkt. Auf Katrin Anders entfielen dabei 53 Stimmen, auf Sigrid Erfurt 54 Stimmen, auf Sabine Häuser-Eltgen 55 Stimmen und auf Janina Zimmermann ebenfalls 54 Stimmen. Damit sind alle 4 gewählt. Katrin, nimmst du die Wahl an? Herzlichen Glückwunsch. Sigrid ist schon weg, hat mir verkündet, dass sie die Wahl annimmt, wenn sie gewählt wird. Auch ihr herzlichen Glückwunsch. Sabine ist auch schon. Ah, da ist sie. Nimmst du die Wahl an? Herzlichen Glückwunsch auch an dich und Janina, nimmst auch du die Wahl an. Dann euch allen herzlichen Glückwunsch. Und damit ach ja,
Gut, also ich möchte betonen, dass ich euch jetzt nach Hause gehen lassen hätte. So. Weil der Bundesfinanzrat ist ein Bundesgremium, das heißt, wir müssen geheim abstimmen, sorry. Aber ihr habt recht, das fehlt tatsächlich noch. Wir brauchen eine Basisdelegierte zum Bundesfinanzrat. Das muss meines Wissens nach eine Frau sein, weil wir einen männlichen Schatzmeister haben. Alles klar, bitte. Also, ich will jetzt keine große Vorstellung machen. Die beiden Personen, die beiden Kandidatinnen und Kandidaten haben sich in dem Reader schon vorgestellt. Und zwar einmal für die Hauptdelegierte und einmal als Stellvertreter dann den Mann. Wie gerade eben schon Felix angefangen hat, da ich als Schatzmeister männlich bin, brauchen wir für den Bundesfinanzrat dann, um das Frauenstatut einzuhalten, eine weibliche Hauptbasisdelegierte. Das ist die Eva Moos aus dem KV Darmstadt. Und ich kann euch sagen, es ist eine sehr offene, ehrliche, kritische Person, sprich, sie ist als Basis, vertritt sie euch im Bundesfinanzrat wirklich gut und ich kann euch nur empfehlen, ihr die Zustimmung zu geben. Es muss gerne abgestimmt werden. Herzlichen Dank an dich. Ich sehe gerade, wir müssen sogar beides extra geheim abstimmen. Muss leider sein, ich habe da keinen Gestaltungsspielraum. Haben alle den Stimmzettel 11? Dann bitte ich euch, da Eva Moos draufzuschreiben, wenn ihr Eva Moos wählen wollt, den Stimmzettel leer zu lassen, wenn ihr euch enthalten wollt, oder das Nein anzukreuzen, wenn ihr mit Nein stimmen wollt. Und der Wahlgang ist eröffnet. Ja. Ja. Ist er noch da? Weiß ich nicht. Der wäre erst 15. Also kannst du ja mal gucken, ob hier ein 15-Jähriger sitzt. No. Gibt es noch Menschen, die ihre Stimme noch nicht abgegeben haben? Das ist nicht der Fall, dann ist der Wahlgang geschlossen. Alles klar. Gehe ich richtig in der Annahme, dass die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer so schlau waren, nicht alle Urnen rauszustellen, sodass wir gleich nochmal wählen können? Ist es richtig, dass wir gleich nochmal wählen können, weil nicht alle Urnen rausgestellt wurden? Das klingt sehr gut. Martin, möchtest du noch etwas zu Matthias Schimpf sagen? Von mir aus auch der. Ich stelle euch gerne noch Bernd Vogt vor. Bernd Vogt ist Kreisstadtmeister in Gießen. Ich kenne ihn persönlich, weil ich selber aus Gießen komme. Auch er ist ein sehr vertrauenswürdiger Basisvertreter, der sehr kritisch denkt, auch kritisch hinterfragt. Und auch bei ihm kann ich die Wahl uneingeschränkt empfehlen. Und ich freue mich aufrichtig, dass sowohl Eva als auch Bernd sich bereit erklärt haben als Kandidaten, weil es wirklich sehr gute Kandidaten sind dafür, also für dieses Amt. Vielen Dank, liebe Martin. Hat irgendjemand den Wahlzettel 12 nicht? Das ist nicht der Fall. Dann bitte ich euch, da Bernd draufzuschreiben, wenn ihr Bernd wählen wollt, Nein anzukreuzen, wenn ihr nicht wählen wollt, oder den Stimmzettel leer zu lassen, wenn ihr euch enthalten wollt. Und der Wahlgang ist eröffnet.
Das ist wunderbar, dass schon angefangen wird zu singen. Allerdings müssen wir ein anderes Lied singen. Ich habe hier nämlich gerade so etwas in die Hand gedrückt bekommen. Das ist der grüne Mitgliedsantrag von einem Mitglied, das für den Main-Taunus-Kreis ist, aus Kelkheim. Der ist nicht nur heute Mitglied, seit heute Mitglied geworden, sondern er hat heute auch noch Geburtstag. Und zwar ist das Boris Diadjew, der in unfassbarer Weise im Jahr 2002 geboren ist. Doch, ja, wer sich jetzt noch alt fühlt, darf gerne mit mir ein Happy Birthday Lied singen. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, lieber Boris, Happy Birthday to you. Ach so. Wurden alle Stimmzettel abgegeben? Dann ist der Wahlgang geschlossen. Ah, das ist ja schön. Ich habe jetzt noch genau zwei Amtshandlungen, nämlich euch die beiden Ergebnisse zu verkünden, sobald sie da sind. Und Jochen sagt dann Tschüss und dann ist Schluss mit lustig. Schon so fragst, also bevor es schlecht wird. Also. Nee, er. Ja, könnt ihr. Ups. Nein, mach, nimm mal. Ja, das stimmt. Dafür schmeiße ich ja jetzt alle anderen Zettel weg. Aber ich darf euch allen schon mal herzlich danken, dass ihr so lange durchgehalten habt. Wir sind ja erkennbar wenig geworden, aber der harte Kern hält durch. Wem darf ich denn eigentlich den Mitgliedsantrag wieder geben? Ich habe auch keine. Janina! Ja. Dankeschön. Meine vorletzte Amtshandlung. Ich darf euch das Ergebnis des Bundesfinanzrates bekannt gegeben. 57 Stimmen wurden abgegeben, eine Person hat sich enthalten und Eva Moos wurde damit mit 56 Stimmen als unsere Delegierte im Bundesfinanzrat gewählt. Und Eva hat ja im Vorhinein ihre Bewerbung angekündigt. Insofern gehe ich davon aus, dass sie ihre Kandidatur auch annimmt. So, und ich habe mich gerade noch mal formal kundig gemacht. Ich werde jetzt die Versammlung nicht beenden, weil dann das Wahlergebnis nicht mehr gültig ist, das zweite. Aber ich darf euch schon mal Tschüss sagen. Ihr müsst nicht unbedingt hierbleiben, um jetzt noch das letzte Wahlergebnis des stellvertretenden Bundesfinanzratsmenschen zur Kenntnis zu nehmen. Deswegen sage ich nicht, die Versammlung ist beendet, sondern ich sage euch Tschüss. Übrigens, die tollste Leistung, die wir, glaube ich, noch nie hingekriegt haben, ist, dass keiner der Wahlzettel zwischendrin weggeschmissen wurde, weil alle ordentlich die Wahlzettel benutzt haben. Das muss man auch mal hinkriegen bei so vielen Leuten. Kommt gut nach Hause. Vielen Dank, dass ihr bis jetzt da wart, dass ihr mitgemacht habt, dass ihr mitdiskutiert habt. Und vielen Dank ans Präsidium und allen, die mitgeholfen haben, auch da oben. Kommt gut nach Hause und die Versammlung ist noch nicht geschlossen. Das darfst du dann auch machen. Ja, ich habe ja nichts zu verkünden. Doch.
Wenn du es dann verkündet hast. Ja. Kannst du dich versammeln? Ja. So lange halte ich jetzt auch noch aus. Gebe ich dir nicht. Das letzte Ergebnis liegt vor. Stellvertretender Bundesfinanzratsdelegierter, immerhin noch 31 abgegebene Stimmen, davon 2 aus irgendeinem Grund ungültig. Nun denn, es ist ja schon spät. Auf Bernd Vogt entfielen 28 Stimmen, eine Nein-Stimme. Somit ist Bernd auch gewählt und ich gehe davon aus, dass er seine Wahl annimmt. Und damit darf ich dann die Sitzung offiziell schließen. Wer noch Lust hat, kann noch ein bisschen Blumen mitnehmen. Die müssen wir sonst wegschmeißen.